Hallo, ihr lieben Kniften. Wir warten ganz kurz ab. Heute Hand of Fate. Ich will mal was Neues ausprobieren. Kleinen Moment. Warten, bis das Ding online geht. Jetzt geht's online. Jawohl. Ich muss noch erst schreiben bei Facebook. Hand of Fate. Noch die URL rein. Und dann kann es losgehen. So, meine lieben Freunde, wir spielen Hand of Fate. Ich habe selber noch gar nicht gespielt. Ich habe nur so ein paar Videos gesehen im Internet und ich war begeistert. Also ich war wirklich begeistert von dem Spiel. Und ich sehe aber gerade noch, oh, das muss ich noch korrigieren. Meine Webcam sitzt ein bisschen komisch, wenn ich das so mal sagen darf. So sieht das alles doch schon gleich viel besser aus. Jo. Also, Hand of Fate soll ein Kartenspiel, Rollenspiel, Deck, keine Ahnung was sein. Und das will ich heute mal testen. Müsste jetzt aber auch echt laufen. Also, los geht's. One more for the game. Du hast die 13 Tore durchschritten. Oh. You have passed the 13 gates. And you come to my table to play the game of life and death. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Yet, I say, turn back. So, Spiel. The game begins. Einer lebt one und der andere stirbt. And one dies. Let us see what you are made of. Kann ich gar nichts an der Grafik einstellen? Weiter. Here is the first member of my court, the Jack of Dust. 12 in all must fall before you may challenge me. Okay. Staubbube, der Anführer der Räuber, ist stärker und schneller als die meisten Räuber, die dir begegnen. Er kann in Rage geraten und so mächtig und unblockbare Angriffe ausführen. Außerdem stachelt er sein Gefolge dazu auf, bei jedem Treffer Gold zu stehlen. In den Ruinen eines uralten Tempels, was zwischen sich ewig wandelnden Sanddünen, lebt der mysteriöse Anführer der Wüstenräuber. Er ist berüchtigt für sein Terrorregime über Gewürzkarawanen, die es wagen, durch sein Reich zu reisen. Er herrscht als ein König über die öden Lande. Okay. Wie gesagt, ich habe mal ein bisschen was im Netz gesehen und fand das sehr beeindruckend. Das ist sehr laut. Cards fall where they may. Ich würde... Ah, alles klar, da kann ich es machen. Okay, fangen wir erstmal mit Grafik an. Ich will erstmal sehen, ob alles... Qualität wunderschön, mehr kann man nicht machen. Sprache Deutsch. Allgemein. Okay, das war das. Einfach ein bisschen zarter, den Sound. Ja, der ist ein bisschen übertrieben. Okay. So, jetzt darf ich meinen Zug wählen, oder was? Inventar muss ich hier gucken. Das bin ich also. Ich habe eine rostige Axt, Schaden von 20, drücke während des Kampfes X, um anzugreifen. Es wird einem ja gar nichts erklärt. Ich kann ja nur hochgehen. Die Maid. Fair Merith.
I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. Mehr nicht. Okay, also ich habe jetzt die Maid. Eines Tages begegnest du in einem schattigen Wald eine Elfenmaid. Sie hält an, um dich zu begrüßen. Na, das ist ja toll. Bitte um ein längeres Leben, bitte um Vorräte, bitte um Gold. Längeres Leben, oder? Der Geber zieht dir eine maximale Gesundheitsgewinnkarte. Okay. 5 maximale Gesundheitspunkte. Also es ist so ein bisschen wirklich so DSA-mäßig. Wir haben ja in meinem Freundeskreis Vampire gespielt. So, jetzt kann ich hoch oder ich kann nach rechts. Warum sollte ich nach rechts gehen? Das wurde mir erst erklärt, aber ich... Also, vorgegeben. Ich glaube, ich gehe nach oben. Treppen. Und wieder geht es hinab auf der Suche nach dem Innersten. Okay, ich habe jetzt Ration, habe ich eben gerade verloren. Also für jeden Move verliere ich anscheinend Ration. Du hast den Ausgang aus diesem Gebiet gefunden. Nimm die Treppe. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abends... Okay. This is what I was looking for. You show some aptitude for the game. Okay, ich bin also anscheinend sehr begabt Perhaps für dieses Spiel. This will not be as boring as I thought. An ambush, hardly fair, is it? Nicht sehr gerecht, was? Plötzlich stürzt ein Baum auf den Pfad und versperrt dir den Weg. Der Geber zieht dir eine Monsterkarte. Greife das feige Gesindel an, das es wagt, dich zu bedrohen. Gib ihnen all dein Gold. Nö, angreifen. Du stößt einen Kampfschrei aus und erhebst deine Waffe. Der Kampf beginnt. So, und das ist jetzt das Besondere. Also man macht das nicht alles nur so wie in so einem Rollenspiel, sondern man battelt sich auch. Okay. Okay, auf X kann ich angreifen, hatte ich gehört. Wird es irgendwo erklärt? Aha. Angreifen, betäuben, abrollen, bewegen. Boah. Okay, so rolle ich ab. Oh, scheiße. Ich muss echt aufpassen, wenn die hier so ausholen, dass ich dann keinen Schlag abkriege. Boah. Hallo Alexander Tanne. Mir geht's fantastisch. Ich spiele ein neues Spiel, wie du siehst. Jawohl. Okay, ich habe aber 10 AP verloren. Was wahrscheinlich schlimm ist. Was sagt der Typ? Ziehe eine Rüstungskarte. Du durchsuchst die Leichen nach Beute. Ich habe ein Schwert. Der macht 23 Schaden. Drücke X, um Feinde mit... Okay, alles klar. Schaden 20, drücke X während des Kampfes. So, rostige Axt ist ausgerüstet. Und was? Möchtest du das Schwert ausrüsten? Ja. A moment to savor. That will make you much more effective. Ich bin es cool, die da unten rumkrabbelt. So, ich kann ja nicht zurück. Ich könnte auch zurück, aber klar wollen wir weiter. Wir wollen ja... Reisender Magier. Ich habe wieder eine Ration verloren, aber irgendwas gekriegt gerade. In einem schattigen Hain, abseits der bekannten Pfade, entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Ach so, mit einem wandernden Abenteurer Handel treiben möchte. Ho! Sollte man nur mal... Gehe zum Laden. Natürlich gehe ich zum Laden. Sei gegrüßt, weiser Reisender. Wir haben dir viel zu bieten. Okay. If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now have your answer. We're starting to get into the meat of the game now. The back and forth between resources and rewards. Gegenstand kaufen, Gegenstand verkaufen. Also ich kann erstmal vielleicht meine rostige Axt... Ah ne, das darf ich noch nicht verkaufen. Nein. Gegenstand kaufen, was haben sie denn da? Wie schaut's mit dem Longplay aus? Du redest immer noch von Anno 1503, ne? Ich hab's gut zum Laufen gekriegt. Ich muss nur Zeit dafür finden und das habe ich leider nicht. Wie viel Gold habe ich denn? Gold habe ich nur 10. Drücke während des Kampfes rechten Bumper und Messer in... Okay.
Wenn du Vorräte ziehst, ziehe stattdessen zwei Karten und wähle eine aus. Und was haben wir hier? Drachen. Ich kann mir nichts leisten. Ich habe nicht genug Geld. Das ist ja traurig. Muss ich raus. Vom Händler kriege ich also nichts. Sehr frech. So, gucken wir mal hier. Ein Hinterhalt! Ein kurzes Rascheln hinter dir ist deine einzige Warnung, dass dein Leben in höchster Gefahr ist. Ziehe eine Monsterkarte. Staub 2. Also heißt das dann 2 Gegner oder was? Ich fange noch gerade erst an. Also es ist cool gemacht, ohne Scheiß, wenn man solche Rollenspiele in echt halt mag. So. Auch hier grafisch, ne? Wenn man sich das mal... Ich will nicht getroffen werden. Oh, weg! Okay, das war easy. Aber man muss ja auch echt überlegen. Ich habe ja nicht unendlich Gesundheit. Das muss man alles schon geschickt machen. Ah, ich finde ich geil. Echt, ohne Scheiß. Das ist so eine Art von Spiel, wie es mir echt gut gefällt. Während du die Gegend nach allem noch Verwendbaren absuchst, bemerkst du, dass sich einer deiner Gegner nur tot stellt. Schleiche dich an und töte sie, fliehe. Ich würde sagen, ich schleiche mich an. Okay, Erfolg, wo ist der Fehlschlag? Das habe ich nicht auch im Video gesehen. Das hier wäre der Fehlschlag, also machen wir so, Erfolg. Ja! Zombie-Gulasch, hallo Paco. Das ist mega geil, das Spiel. Ich spiele es gerade zum allerersten Mal 11 Minuten und ich bin total baff. 3 Gewinnkarten werden gezogen. Ausrüstung. I'm sure you're grateful for that. Wieder eine Axt. Okay, weiter. Drücke X, um Feinde einen Schlag zu versetzen. Was? Möchtest du die Axt? Die hat gerade 25, klar will ich die dann haben, ja. Really? Is that what you're going to do? 3 Rationen erhalten. Das heißt also, ich kann 3 Züge mehr machen und nochmal 3 Rationen. Was hast du geschrieben? Zum Glück ist es eine kurze Woche ab. Groß keine Lust auf Schule. Alter, ich habe auch Glück gehabt, dass ich jetzt heute frei hatte, aber dafür muss ich das Wochenende arbeiten, das nächste. Der Staubbruder. Champion. A good man driven to madness by a war that took all from him. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen im Livestream, was da unten steht. Ich möchte das eigentlich nicht vorlesen, weil die Stimme von diesem ja, Gegenspieler unfassbar gut ist, ne? So richtig deep. Der Anführer und Räuber, das hatte ich vorhin schon vorgelesen, ne? In den Ruinen eines uralten Tempels zwischen sich, bla bla bla. Das heißt, ich muss jetzt gegen den Endgegner schon kämpfen von diesem ersten Level. Okay, warum schwören jetzt da diese 3 Dinger rum? Ich muss jetzt einfach gegen ihn kämpfen. Okay. Okay, okay. Mega geil. Das ist also der Staubbube. So. Ich habe jetzt eine Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Get out of the way or stop them with your own counterattack. Okay, ein Hit hat er. Es erinnert mich ein bisschen an Batman, wenn die dieses Symbol oben kriegen. Gibt's auch geile Finisher. Immer weg. Ja, ich mag diese Blumeneffekte. Oh, scheiße! Oh, das war knapp. So. Oh nein, ich kam nicht rechtzeitig weg. Ich kam schon wieder nicht rechtzeitig weg. Okay, mit Betäuben ist da auch nichts. Okay, ich hab ihn. Boah.
down into the worms with him. Sollte er mal Gesellschaft leisten. For him in the grave, poor soul. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. Das ist mega geil. Ohne Scheiß, also die Art und Weise, wie man das spielt, voll fett. Memories and your resolve. Few fall at the first hurdle. None reach the last. We have wagered and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. Okay. As you improve, so do I. Balance must be retained. Okay, aktivieren. Okay, meine Belohnungen. Als Belohnung für deinen Sieg über den Räuberbuben erhältst du diese 9 Karten. Kann ich jetzt irgendwas, also einfach so aufdecken. Knochenbuben, Halle des Toten Königs, einheimische Bäuerin, des Teufels Wahl, Fluss und Hauptmann der Wache. Karten hinzufügen. Und wieder was ich öffnen kann? Also man baut sich dann so seine Decks zusammen. Als Belohnung für deinen Sieg, achso, okay. Mittlere Rüstung, Ketten der Raserei, Söldnervertrag, mittlere Rüstung. Alter, es ist echt knackelaut, oder? Müsst ihr mir mal sagen, ob es mit der Stimme und dem Spielesound, ob das harmoniert oder ob es zu laut ist. Also in meinem Ohr ist es sehr laut. Und verzweifelte Mittel. Okay, das ist eine fetter Schlaghammer. Was haben wir hier? Tschick. Räuberangriff. So. Shall we deal again? Sollen wir neu austeilen? So, jetzt habe ich sozusagen den ersten Part des Spiels geschafft. Ich habe den ersten Endboss gelegt. So, also natürlich machen wir weiter. Now you understand the basics. We can begin in earnest. Ach, jetzt geht erst das Spiel los. Okay. Our decks are reset. Welcome to the cabinet, home of the members of my court. Okay, Story-Modus, klar. So, jetzt wäre als nächstes... Staubbube war der erste, jetzt kommt der Knochenbuben. Bube. Herausforderung, 3x2 Schädel und 3 Vorräte. Time for you to face my undead. Danke, Paco. Army. Deckassistent. Muss ich da hingehen, wa? Ah ja, okay. Möchtest du eine empfohlene Ausrüstung und Begegnungsdeck verwenden? Ich habe ja noch gar keine Ahnung. Machen wir mal, ja? Deine Decks wurden aktualisiert. Kann ich sie mir jetzt angucken? Empfohlen, ja. Wo sehe ich denn das? Möchtest du empfohlen? Hatten wir doch gerade. Warte mal. Was ist denn hier? Aha! Hier kann ich Waffen aussuchen. Also. Wo sehe ich denn, wie stark die sind? Ach, prüfen, Y. Okay. Muss ich echt gerade gucken, glaubt ihr das? Die machen alle 25 Schaden? 25 Schaden machen die Äxte. Das Schwert, 23. So, dann bleiben wir natürlich bei einer Axt, ist klar. Was haben wir hier? Diese Karte ist neu, weshalb der Inhalt unbekannt ist. Wenn du diese Karte während des Spiels findest, werden ihre Geheimnisse enthüllt. Ah, alles klar. Und das unten hier ist jetzt in meinem Deck, oder was? Okay, warte mal. Das heißt, hier wird er mir wahrscheinlich was zeigen. Alle Heilungen, die der Spieler erhält, werden verdoppelt. Und was macht der hier? Offenbart die Treppe beim Betreten eines Levels und gewährt einen Goldbonus für das Aufdecken jeder Begegnung in einem Level. Ein guter Entdecker ist gründlich, hat aber immer einen Fluchtplan. Okay, und hier... Damokles. Drücke während des Kampfes rechten Bumper, um Messer in 8 Himmelsrichtungen zu werfen. Dieses Artefakt wurde geschmiedet, um Sterblichen eine Lektion über Macht und Gefahr zu erteilen. Söldnervertrag. Gucken wir uns auch mal an. Wird wahrscheinlich noch nicht sagen, weil es ist neu. Okay. Jetzt die Frage, warum brauche ich anscheinend hier 2 mittlere Rüstungen? Das macht ja keinen Sinn. Dafür nehme ich doch lieber mal... Ach nee, ich habe ein Schild da unten. Ich habe aber voll viele Schwerter dabei. 23 und... da. 23, so. Das hau ich raus, und nehme dafür lieber eine Axt mit, ne? Weil die nimmt ja... Die macht 25% Schaden. Nehmen wir lieber eine Axt mit rein. Brauche ich so ein Schild? Drücke Y-Taste, um Geschosse abzuwehren. Aha, ein Standard. Atem, der Stand... Okay. Nehme ich noch eine Axt mit und nehme ich zur Not noch ein Schwert mit, falls ich nichts Besseres finde, oder? Lieber ein paar mehr Waffen. So. Zurück.
Und was haben wir hier? Deck zeigen. Willkommen im Joker-Update für Hand of Fate. Dieses Update fügt verschiedene Schicksale hinzu, die du... Alter, ich finde die Musik wirklich sehr, sehr laut. Aber ihr sagt, es stimmt oder es passt alles, dann ist okay. Willkommen zum Joker-Update für Hand of Fate. Dieses Update fügt verschiedene Schicksale hinzu, die du auswählen kannst, um die Art des Gameplays zu verändern. Jedes Schicksal bietet dir verschiedene Modifikationen im Spiel. Abenteurer, Kriegsherr, schnellerer Kampf, Bewegung. Da muss ich jetzt aber noch nichts machen, ne? Mich hier mit auseinandersetzen. Das sind ja... guckt euch das mal an. Beginn mit niedriger Gesundheit. Das sind noch zusätzliche... Das lassen wir mal. Was haben wir hier? Das sind einfach dann die Sachen, die auftauchen könnten, wo ich hinkomme. Die Maid. Lassen wir einfach mal alles so. Es ist cool. Ich will jetzt loslegen. Zurück. So, Spiel starten. New content awaits you. It will be awarded when you complete your run. I will add my own cards to the deck. Okay. How boring life would be without a little spice. Das ist voll cool gemacht, ohne Scheiß. For life and death. Prepare yourself. Wir spielen um Leben und Tod, bla bla bla. Also, ich kann... was? Hier sind Treppen. Was ist hier, wenn ich auf... Ah, nee, da bin ich gerade. Okay, wir gehen auf die Karte. Herr Leo. Mal gucken, was Herr Leo macht. Ah, man versteht mich gut. Danke, Paco. In diesem Fall jedoch mache ich eine Ausnahme. Mal gucken, was Herr Leo macht. Während du dir in einem Wirtshaus das Abendessen schmecken lässt, setzt sich ein seltsamer alter Mann zu dir an den Tisch. Naja, wie ein alter, das sieht aus wie ein alter Goblin. Er tippt dir grob mit seinem Holzstock auf die Schulter, um deine Aufmerksamkeit zu erlangen. Du siehst ihn an und erkennst, dass es ein Kobold... Goblin, habe ich gesagt. Naja, gut. Der nur unzugänglich als Mensch verkleidet ist. So. Sein schrumpeliges Gesicht grinst dich an, in seinen Augen blitzt Wahnsinn auf. Ich bin Herr Leo. Wenn du mir gibst, was ich will, werde ich dir mit, was? Mit meinem selbst angefertigten Zauberstab deinen Herzenswunsch erfüllen, mein Junge. Gib ihm das Brot von deinem Teller. Frag ihn, was er braucht. Ignoriere den Kobold. Ich will ihm nicht 20 geben. Ich frage ihn erst, was er braucht. Was ich will? Ich will dir helfen. Na, das ist ja ein netter Kerl. Dann klopft er mit seinem Stock auf den Boden und ein Schild materialisiert sich zu deinen Füßen. Bitte sehr, altes Haus. Er verzieht den Mund zu einem Lächeln, das all seine gelblichen Zahnstummel offenbart. Du erinnerst mich an meinen Sohn. Wir sind uns doch noch nicht begegnet, oder? Zieh eine Ausrüstungskarte. Oh, habe ich alles richtig gemacht, würde ich sagen. Atem der... So. Hat ein Schild, dieses Attribut, kann der Held... Geschosse abwehren und auf den Angreifer zurückwerfen. Hier ist ein perfektes Timing vonnöten, da die Geschosse schnell näher kommen. Drücke die Y-Taste, um Geschosse abzuwehren. Achte auf das grüne Symbol über den Kopf des Helden. Hat eine Waffe. Dieses Attribut kann der Held die Angriffe seiner Gegner kontern. Achte auf die grünen Angriffssymbole über den Gegner und drücke Y-Taste. Okay. Okay. You can now reflect your opponent's ranged attacks using. Ach, er sagt's auch nochmal. Make good use of this skill if you wish to survive. Okay, weiter. Gewundene Schlucht. Moment, that glinting weapon, the call to action, to adventure. Truly, there is nothing like it. Er klingt echt unglaublich gut, ne? Tolle Stimme. So, was ist gewundene Schlucht? Im Sonnenlicht siehst du eine Waffe glitzern, die neben einem Skelett am Boden der Schlucht liegt. Die Wände der Schlucht sind mit dicken Schlingpflanzen bewachsen, die man leicht herabklettern kann. Kletter nach unten, um die Waffe zu holen. Lass sie liegen. Ja klar, kletter ich nach unten, oder? Okay, okay, Fehlschlag. Okay, nicht blinzeln. Ah, die ist irgendwo hinten, also wird das hier ein Erfolg sein, oder? Ja. Kletter nach unten, um die Waffe zu holen. Mit größter Vorsicht machst du dich auf den Weg zum Grund der Schlucht. Du holst dir die Waffe vom uralten Leichnam. Ziehe eine Ausrüstungskarte. Zack. Verzweifelte Mittel. Ausrüstungsgegenstand mit diesem Attribut sehen in den Untoten Angst wie sonst nichts. Sie erleiden mehr Schaden und können in der Nähe solcher heiligen Reliquien nicht wieder...
Was? Nicht wiedererweckt werden. Hi, Juni. Okay. Das ist eine Keule. Die Keule teilt umso mehr Schaden aus, je niedriger die Gesundheit des Spielers ist. Also, wenn ich verletzter bin, alles klar. Will ich das ausrüsten gegen eine normale Axt? Natürlich. So, auf zur nächsten Karte. Aufdecken. Hauptmann der Wache. Ich war immer der Ansicht, wir lassen ihn erstmal zählen. So, weiter oben ertönt ein Schrei und Kampfgeräusche. Du rennst los und entdeckst einen Krieger, der von Untoten umringt ist. Na, wie praktisch, dass ich gerade den Hammer gekriegt habe. Und es sind zwei Gegner, ne? So habe ich das jetzt verstanden. Wenn da so eine... Fremder, ruft er und wirft dir seine Waffe zu. Hier, nimm meine Keule und bereite diesen Monstrositäten ein Ende. So, was haben wir da? Keule hat 27. So, ich habe aber 32 Schaden, also nehme ich die Keule jetzt gerade mal nicht. Aber sie wäre auch heilig gewesen. Schwein gehabt, da kriegt man also gleich schon mal eine Waffe, um gegen die Skelette anzutreten. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ich mit der Keule loshaue. Man könnte das auch überspringen, aber noch finde ich dieses Aufdecken der Karten und meiner Gegner richtig cool. Deswegen mache ich das noch nicht. So, auf Y kann ich Konter. Okay. Hi Nemesis, Alter, was geht denn hier ab heute? So, also ich kann jetzt auf Y noch kontern. Wir werden mal gucken. Okay, da haben wir's. Oh, da habe ich gekontert. Zack. Da liegt er. Ja, das war ja... Also mit Schild und Keule gegen Untote geht ab. Gefällt mir. So, du hast gut gekämpft. Behalte die Keule. Wir haben in... Was? Kadere? In Kadere mehr als genug davon? Sagt er, während er sich langsam aufrappelt. Die Berichte von Untoten in unserem Königreich häufen sich. Und ich kam her... Um der Sache auf den Grund zu gehen. Wenn ihr das da im Chat lest. Es gibt Menschen, die wollen Kinder von mir, ja. Meine Frau zum Beispiel. Er hält inne und besieht sich die Knochenstücke. Es waren mehr, als ich erwartet hatte. Etwas Böses muss sich entschieden haben, hier Fuß zu fassen und hat seine Lakaien vorgeschickt. Ich muss zurück in die Hauptstadt und dem Herzog davon berichten. Pass auf dich auf, Fremder. Hier ist etwas Mächtigeres als ein paar Skelette am Werk. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Boom. Was mache ich denn mit diesen ganzen Zeichen? Auf zur nächsten Karte. Ja, ich geht ja nur geradeaus. Da haben wir die Treppen. So, du hast den Ausgang aus diesem Gebiet gefunden. Ja, nimm die Treppe, natürlich. Du lässt dich auf den nächsten Teil des Abenteuers ein. Many have reached this far. Further, in fact. I do not know if you have what it takes to do better than they did. So, auf zur nächsten Karte. Und es ist der Fluss. Das ist neu, das hatten wir noch nicht. Steht ja rum. Against many things in myth. Generally though, it's just a pain to get past. Okay. There's a token in it for you, if you win. Okay, dein Weg wird von einem Fluss durchkreuzt. Das Wasser ist klar, doch die Strömung stark. Versuche den Fluss zu durchqueren oder kehre um. Ja, umkehren macht ja gar keinen Sinn. Ich kann ja nirgendwo anders lang gehen, also durchqueren. Okay, Fehlschlag ist da hinten. Das hier war ein Erfolg. Enormer Erfolg. Ach, scheiße, das wäre auch cool gewesen. Deine leichte Rüstung macht das Durchqueren des Flusses ziemlich leicht. Du erreichst die andere Seite kalt und durchnässt, aber unverletzt. Damit habe ich den... Achso, enormer Erfolg wäre gewesen, dann hätte ich den Token gekriegt. Ach, du Arschloch. Die Maid. Given how rarely one encounters the folk, you are fortunate indeed to meet Merith again. Or perhaps we are merely cycling around the wheel and dipping into the same memories time and time again. Time and time again. Eines Tages begegnest du in einem schattigen Wald einer Elfenmaid. Sie hält an, um dich zu begrüßen.
Ich bin Mareth, Tochter des Waldvolkes. Mein Volk hilft schon lange den Sterblichen dieses Reichs. Nach welcher Gabe verlangt es dir? Bitte um längeres Leben, bitte um Vorräte, bitte um Gold. Ich bin immer für mehr Leben. Der Geber zieht eine maximale Gesundheitskarte. Zack, 5-mal maximale Gesundheit. Perfekt, und weiter geht's. Ich denke, das kann man dann später auch mal, wenn man dann alle Karten schon mal gesehen hat, dann weiß man auch, was die bedeuten. Dann kann man auch gleich mal draufdrücken. Aber jetzt, reisender Kesselflicker. Machen wir mal das L weg. Der reisende Kesselflicker. So wie Kesselchips. In einem schattigen Hain, abseits der bekannten Pfade, entdeckst du einen reisenden Händler, der mit einem wandernden Abenteuer Handel treiben möchte. Gehe daran vorbei, weil ich habe nur 10 Tacken, das bringt mir nichts. Haben wir ja vorhin gesehen, irgendwie 40 oder so kostet das. Und wieder die Treppen und ich komme weiter. Ja, weiter geht's. Gut. Okay, hier kann ich auch schon wieder nicht wählen. Das ist doch kacke. Okay, weiter geht's. Ein Laden. Genau das gleiche Problem. In einem schattigen Hain. Wir können ja mal zum Laden gehen. Vielleicht ändern sich ja auch die Preise und die Karten. Das ist einfach mal gucken. Überspringen. Zack, da bin ich. So, ich kann aber auch mal einen Gegenstand verkaufen. 27, das, ja, und da haben wir 8. Aber ich könnte zum Beispiel das hier für 3 Dollar verkaufen. Ja. Ich will ja Geld. Jetzt habe ich schon mal 13 Geld. So. Gegenstand kaufen, was haben wir denn da? Ihr seht, 15, 40, 35, 7. Was haben wir denn da? Schilde bieten, bringt mir auch nichts. Was kosten Rationen, also um weitere Moves zu machen? 4. Oder 10 extra... Okay, haben wir es mal gesehen. Brauche ich aber noch nicht. Weil wir sind schon auf dem letzten paar Metern. Von daher, ne, es geht ja immer eine Ration weg. 12 habe ich noch. Ein gewundener Pfad. Ja, sag mal an, Digga. Plötzlich stürzt ein Baum auf den Pfad und versperrt dir den Weg. Der Geber zieht dir eine Monsterkarte. 4. Wahnsinn. Greife das feige Gesindel an, dass es wagt, dich zu bedrohen. Du stößt einen Kampfschrei aus und erhebst deine Waffe. Der Kampf beginnt. So. Also das ist alles ja noch relativ easy hoch. Aber ich denke, das wird dann später im Spiel noch viel, viel krasser. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich habe nur einmal ein Video dazu gesehen und war begeistert. Hab gedacht, okay, das willst du mal daddeln. So. Also das mit dem Kontern ist nicht schwer, merke ich gerade. Hier einfach mal hinten reingehackt. Und weiter. Und in den Kopf. Das Spiel hat jetzt vor kurzem im Steam Sale irgendwie um die 7-8 Euro gekostet. Kostet aber regulär, glaube ich, 19. Und ein zweiter Teil ist wohl gerade in der Mache und soll 2017 rauskommen. Aber ich dachte mir, für 6-7 Euro nimmst du das mal mit. Ich weiß nicht, was es natürlich bei den Keyhändlern kostet. Aber ich finde es unglaublich geil, weil ich stehe auf so also Real-Life Pen and Paper und das geht stark in diese Richtung. Offenbart die Treppe beim Betreten eines Levels und gewährt einen Goldbonus für das Aufdecken jeder Begegnung in einem Level. Aber will ich das? Habe ich überhaupt einen Helm? Ration erhalten? Okay. Gold erhalten! Oh. 43 Gold. Jetzt die Frage, ob ich zurück... Kann ich zurückgehen? Kann ich. Hab ja genug Rationen. Das machen wir mal. Ich habe jetzt Geld. Ich gehe zum Laden. Muss ich dann gleich nochmal kämpfen? Das wäre natürlich ganz schön, ne? So, Gegenstand kaufen. Ketten der Raserei. Im Kampf haben durch Bögen und Zauberstäbe erlittene Schäden eine Chance, deine Cooldowns aufzufüllen. Eine mittlere Rüstung. Bietet guten Schutz gegen physischen Schaden bei minimaler Einschränkung. Was haben wir hier? Drücke während des Kampfs rechten Bumper und Messer zu werfen. So, ich würde mal sagen, ich nehme eine mittlere Rüstung. Ich weiß aber gar nicht, was ich für eine Rüstung... Ah, scheiße, kann ich irgendwo mein Inventar sehen? Ich drücke mal irgendeine Taste. Nee, kann ich nicht. Hm.
Irgendwas werde ich doch da haben. Also eine. Ich glaube, ich nehme das Damokles-Zeug. Dann kann ich auf rechten Bumper kann ich dann Schwerter werfen. Das finde ich cool. A classical approach to dealing with crowds. Artifacts provide powerful special abilities to use in combat, but it takes time to ready them. Okay, ich kann auch Wunden heilen, aber ich habe ja gar keine Wunden. Gegenstände, die ich verkaufen kann. Ja, nee, das behalte ich jetzt mal alles. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht im zweiten Teil einen Multiplayer oder sowas gibt, dass dann ein Freund sozusagen der Gegenüberpart ist und dann die Monster und Fallen wählen kann. Ah ja, es hat mir nur eine Ration gekostet. Okay. Räuberangriff. Our bandits are displeased with your challenges. Eine Räuberbande greift plötzlich an. Der Staubkönig ist nicht sehr erfreut, dass du seine Männer tötest. Der Geber zieht eine Monsterkarte. Oh, nur zwei. Das finde ich cool. Echt, das macht Spaß. Hoffentlich wird es im Laufe des Spiels nicht zu eintönig. Also später dann, dass das vielleicht... Ne, also ich hoffe echt darauf, dass noch krasse Monster und so ein Kram kommt. Ich weiß es halt nicht. Aber hier, voll geil, wie der ausgerüstet wird. Okay, Damokles will ich natürlich hier jetzt noch nicht... Nein, nein, nein. Will ich nicht verwenden. Mir war nicht bewusst, dass du so ein furchterregender Gegner bist. Bitte! Es spielt sich ein bisschen wie Batman Arkham Asylum. Sobald die halt dieses Zeichen über den Kopf kriegen, muss ich einfach nur passend Y... Also in dem Moment, wo sie zuschlagen, muss ich Y drücken. Dann blockt der. Das ist gar nicht schwer. Von daher könnte ich noch was kaufen, mache ich aber nicht, ne? Wir gehen mal weiter. Halle des Toten Königs. Greed. If it were not for greed, then who would play at this game? Du siehst einen antiken, prachtvollen Sarg in der Hauptgrabkammer. Er birgt vielleicht atemberaubende Reichtümer, aber er ist sicher bewacht. Ziehe zwei Monsterkarten. Auf geht's! Zwei und zwei. Versuche es mit einem Überraschungsangriff zu... Okay, versuchen wir. Okay, enormer Erfolg. Mal gucken, ob wir die... Scheiße. Oh, scheiße. Na komm. Yes! Plötzlich springst du in die Schlacht und überwältigst einen von ihnen, bevor die anderen überhaupt reagieren können. Das heißt... Ach, guck mal, da ist jetzt auch ein Pöniken. Ja, wähle ein Monster zum Ablegen. Hä? Verstehe ich nicht. Nehmen wir einfach das, ist ja egal. Das ist ja geil. Okay, aber das, ne, das ist so lucky, hier die richtige Karte zu ziehen. Aber das ist dann wie beim Würfeln, beim Pen and Paper. Von daher, ja, können wir überspringen. Los geht's. Und grafisch ist es echt nicht schlecht. Zack. Also grafisch ist es wirklich gut. Ne? Also ausreichend für den... Für den Zweck hier. Es ist jetzt kein Witcher 3, aber voll geil. Gefällt mir. Der Geber zieht drei Gewinnkarten. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Ausrüstung. Ketten der Raserei. An excellent way to turn an injury into an asset. Achso, das war das. Alles klar. Ich habe eine leichte Rüstung. Das habe ich ja vorher nicht gesehen. Will ich das ausrüsten? Im Kampf haben durch Bögen und Zauberstäbe erlittene Schäden eine Chance, deinen Cooldown... Oh, während des Kampfes bietet leichte Rüstung. Ja, komm, nehmen wir. Armor protects you from damage. The best armor, of course, does so much more. Neue Ration. A small benefit. Und nochmal Gesundheit. I will not be so graceful for cool. Long. Und wieder eine Münze geerntet. Und jetzt sind wir beim Endgegner, wenn mich nicht alles täuscht. Gold habe ich auch nochmal gekriegt. Achso, ich habe ja auch den Entdeckerhelm. The undead. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world, yet in no natural form. A wrongness, an error, cheating. Der Knochenbube.
Dieser hartnäckige Untote lässt sich ungewöhnlich schwer zur ewigen Ruhe betten. Neben seiner unglaublichen Stärke besitzt dieses Skelett die Macht, vor kurzem besiegte Skelette in seiner unmittelbaren Nähe wieder auferstehen zu lassen. Was ein Hurensohn. Diese unheiligen Abscheulichkeiten dienen als Hauptmänner für Truppen Niederskelette und erfüllen die Herzen aller warmblütigen Völker mit Grauen. Denn bis dieser Unhold besiegt ist, ist die Zahl ihrer Legionen im Grunde endlos. Also ich muss wahrscheinlich als erstes ihn killen, bevor ich alle anderen Skelette killen kann. Verstehe ich schon. And claim my token. Jo. Leg los. Vier Schädel. So, und das ist der krasse Schädelbube. So, auf geht's, Schädelbube. Ja, hier brauchen wir nicht. Auf geht's. Kann ich hinten auch einfach mal sowas kaputt machen? Jetzt rettet der hier den Typen. Da kann ich nicht draufhauen, Hurensohn. Ja, easy. Aber wie, zweites Level, Leute, zweites Level. Fuck, ist das hell. Ah, well done. Well done indeed. Und wenn man mal sieht, 1, 2, 3, 4, 16, 18 Level gibt. And even I cannot say what will come of it. Now our wager becomes more interesting. So, will the tools you've earned suffice to address the challenges I pose? That is the question, is it not? Der DLC Mord auf hoher See ist da. Aufdecken. Das Landrattennest. Moin, moin, ihr Landratten. Da habe ich ein DLC dazu gekauft? Ich weiß es nicht. Die Jagd nach dem weißen Minotaurus hat begonnen. Das Lied des weißen Minotaurus. Okay. Alter, wie viele Münzen ich da aufmachen muss. Der weiße Rat weitet seinen Einfluss aus. Okay, weiter. Bye, Juni. Die Hallen des Koboldkönigs. Ich verstehe die Karten alle nicht, aber ist ja egal. Aber das sind alles neue Gegnerkarten. Also machen wir mal hier fix durch, weil wir werden so... Oh. Dafür, dass du dem Hauptmann der Wache geholfen hast. Okay. Achso, muss ich beide? Keule und eine Keule. Schatztruhe. Der Feuer... Tiegel, Staubdame, hilfreicher Priester, Wüstensturm. Also das heißt, dass diese ersten Endgegner dann später auch mal wahrscheinlich normale Gegner einfach so zwischendurch sind. Helm des Abschmetterns. Zehrender Scham, Engelsflügel. Ciao, Nemesis. Und der Frosthauer, also ein Schwert mit Eiseskraft. Sollen wir neu austeilen? Natürlich. Was eine Frage. Jetzt muss ich mir ein neues Deck basteln, ne? Es gibt auch einen Endlos-Modus. Nein, nein. Erstmal den Story-Modus durch. Oh, entschuldigt. Und wir spielen die Staubdame. Im Kampf wird die Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers dadurch reduziert, wie viel Gold er besitzt. Oh! A bold woman, this one. Ja, gehen wir erstmal zum Deckassistenten. Möchtest du? Ja. Und jetzt zeig mir mal das Deck. Also, da habe ich diesen Frosthauer, ich habe den Hammer. Mittlere Rüstung sind drin. Engelsflügel. Heilende Haube. Okay, also das sind... Mal gucken, was habe ich denn da oben noch im Deck? Gibt es da irgendwas, was noch irgendwie besonders ist? Nein. Also ist doch alles Besondere drin, ist doch gut. Was haben wir hier? Alles neuer Scheiß. Guckt euch das an. Ich kann aber auch so eine Schatztruhe reinhauen. Herr Leo war cool. Die Maid hilft mir auch. Räuberangriff? Warum sollte ich einen Räuberangriff denn drinnen lassen? Und was das Ding hier macht? Erst wenn es aufgedeckt wird. Okay. Hilfreicher Priester.
ja. Herr Leo war auch cool, den will ich auch drinnen lassen. Aber eigentlich der Räuberangriff war... Greift plötzlich an, der Staubkönig ist nicht sehr erfreut, dass du seine Männer... Eigentlich will ich einfach so eine Schatztruhe haben. Diese Karte kann nur entfernt werden, wenn du den Staubkönig besiegst. Okay. Aber ich will die haben. Jetzt muss ich da aber irgendwas rausschmeißen. Das Teufelswahl. Was kann ich denn jetzt rauswerfen? Die Maid will ich behalten. Die gewundene Schlucht. Räuberkönig besiegt. Okay, kann ich anscheinend noch nicht. Also werden wir jetzt einfach mal die... Oder kann ich irgendwas hier von diesen neuen Sachen... Die. Schmeiß ich die weg und guck sie mir überhaupt nicht an. So. Und hier mit diesen Boni, jetzt gucken wir sie uns doch mal an. Lehrling, Spieler ist im Kampf stärker. Schwächere Gegner sind schwächer. Im Krieg unerfahren suchst du nach einem Ort. Okay, was haben wir hier? Abenteurer. Der Abenteurer hat keine besondere Verbesserung. Das spielen wir ja gerade. Schwerer Modus. Bewegungen und Angriffe des Spielers im Kampf sind schneller. Stärkere Gegner. Bewegungen und Angriffe der Gegner sind schneller und verursachen mehr Schaden. Stärkere Gegenangriffe, bar. Räuber verfügen über Wurfmesser. Nein, wir lassen das auf Standard. Wir übertreiben jetzt einfach nicht und zack, weiter geht's. So, die Staubdame. Spiel starten, der dritte Part. Now we play for the cup. The first of my symbols. Steinschläge. Oh, da sind auch Viererkarten bei den Gegnern und irgendwas mit B. I've added some cards to spice up the game. So. Da ist schon die Schlucht, die ich rausschmeißen wollte. Durfte ich ja nicht. Okay, können wir abkürzen, ne? Schlucht etc. Kletter ich nach unten, na klar. Erfolg. Okay, Fehlschlag im Blick haben. Fehlschlag ist das hier, also gehe ich dahin. Ha! Okay, das ist aber noch easy. Ausrüstungskarte. Frosthauer. Jeder Treffer verlangsamt das Ziel durch Kälte. Drücke den linken Bumper, um einen kegelförmigen Eisstrahl abzuschießen. Ausrüstungsgegenstände mit diesem Attribut sind mit eisiger Macht... Ja, das ist ja klar. So. Ja, klar möchte ich das tauschen. Ja, war die richtige Wahl. Herr Leo. Können wir jetzt auch abkürzen. Holzstock, ich bin Herr Leo. Ich gebe ihm jetzt nicht 20 Gold, sondern ich mache das wieder. Ich frage ihn, was er braucht. So. Und zack, kriege ich wieder ein Schild. Danke dir. Und weiter geht's. Hilfreicher Priester, das ist neu. Priests, gods and eternal damnations. I have no track with any of it. Ja, damit hat er nichts zu tun. Also, für einen kleinen Teil deiner Vorräte kann ich dich im Namen der alten Götter segnen. Gib ihm die Hälfte deiner Ration. Das sind 18. Dann muss ich neue kaufen. Mal gucken, was passiert. Oh Gott. Enormer Erfolg. Die oder so. Yes! So, was kriege ich dafür? Er rezitiert mehrere Minuten lang in der Sprache der alten Religion und berührt dann sanft deine Stirn. Enormer Erfolg. Viele jetzt mir das Anti. Amen. Es ist vollbracht. Ziehe zwei Segenskarten. Das Zeichen dieser Karten gehört jetzt dir. Es wird ja immer skurriler. Blessings will remain always active and are never. Werden niemals entfernt. Okay, das sind also so Attribute im Hintergrund. Then you're back where you began, as always. Zu Beginn jedes Kampfes wird eine zufällige Kreatur hervorgehoben. Wenn diese Kreatur als erstes stirbt, lässt sie 5 Gold fallen, die der Spieler aufheben kann. Das ist geil. Wann immer der Spieler ein Artefakt benutzt, besteht eine Chance von 30%, dass die Cooldown-Zeit sofort um 80% reduziert wird. Also wahrscheinlich mit Artefakt hier dieses 8 Messer werfen, ne? Was da vorhin erklärt wurde. Und die Treppen. Were you hoping this was ja, klar, ich will weiter. No. Another floor awaits. So, und hier wird es jetzt nämlich spannend. Game is still only beginning. Hier kann es ja sein. New tools, new abilities. Ich weiß jetzt nicht, wo die Treppe ist. Also, ich muss klar einen vorgehen, aber jetzt könnte ich dann, danach könnte ich dann nach rechts oder nach oben. Oder die Treppe ist natürlich oben rechts in der Ecke. Ich kann ja immer nur links, rechts
Und das war's. Reisender Heiler, das ist doch cool. Gehe zum Laden. Wie viel Gold habe ich? Wir gucken trotzdem mal vorbei, was er so zu bieten hat. Weil den Reisenden, da waren wir nämlich nicht. Und warum ist da so ein Pinökel oben? So, überspringen. Wunden heilen, Flüche entfernen. Ich habe keinen. Rationen kaufen. Das wäre eigentlich gar nicht dumm. 3 Rationen kosten 11. Oh. Scheiße. Brauche ich aber. Ich bin ja schon ganz schön knapp bei Kasse. Aber ich kann nichts verkaufen, ne? Gegenstand verkaufen. Habe ich nur das Schild und das Ding. Oh, nein, brauche ich beides. Ja, da hilft nichts. Kaufe ich eine Ration. Fuck. Every step you take consumes food, but you will also heal as you proceed. Weil ich will ja, ne, es kann ja nicht sein, dass ich dann verhungere sozusagen. Also ich kann nach oben oder ich kann nach rechts. Oben oder rechts, oben oder rechts. Ich kann hier oben. Mitfahrgelegenheit. Was ist das? Als einer Schlammiger Straße entlang zu gehen. Du hast einen freundlichen Händler gefunden, der bereit ist, dich auf seinem Wagen mitzunehmen. Klar fahre ich mit, oder? Klar. Du lässt dich auf den nächsten Tag... Ja, geil. You are close on her trail. And more confident than I had imagined. So, und jetzt guck mal, ich habe 7 Rationen. Play beyond this mark, and we will see your true metal. Jetzt wird's nämlich echt eng. Also, ich könnte natürlich nach vorne gehen, ich könnte nach oben gehen, ne? Oder besser gesagt nach unten gehen. Gehe ich jetzt nach vorne und versuche irgendwie hier unten rechts in die Ecke zu kommen. Kann es sein, dass aber die Karte, die hier, dass diese Karte vielleicht der Endgegner ist? Das weiß ich ja nicht. So, und ich habe aber 7 Rationen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss irgendwo zwischendurch nochmal Gold finden. Der des Teufels Wahl. Demon. He lies as often as he tells the truth. Okay. Was macht er? A challenge for you and a token if you succeed. Ein in einem Mantel gehüllter Teufel erscheint auf deinem Weg. Ich bin hier, um deine Macht zu testen, sogenannter Held. Wähle deinen Gegner. Naja, wenn du meine Macht testen willst, dann müssen wir gegen 3 kämpfen. Weißt du, wenn dann richtig. Aufs Maul. Ich habe ja ein Schild, also mit dem Schild komme ich relativ gut klar, da verliere ich kaum HP. Waffenfähigkeit. Achso, das war das mit dem Froststrahl. Testen wir mal. Zack, boom. Oh. Wow, war das knapp. Ich habe gerade gedacht, das war's schon. Und wollte aufhören. Und dann habe ich noch schnell so mit dem Daumen rüber gewischt, um nochmal das Schwert hochzuknallen. So, was sagt jetzt der Teufel? Ausgezeichnet, ruft der Teufel. Du hast meine listige Prüfung bestanden. Hier, du erhältst einen Schatz. Wenn sich unsere Wege erneut kreuzen, töte ich dich vielleicht selbst. Der Geber zieht dir 3 Gewinnkarten. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist alles easy, oder? Was? Wähle 1 zum Behalten. Ah. Da wäre doch... Kann ich hier auch... Nee, aber den Helm des Entdeckers, ne? Dann sehe ich die Treppen. Offenbart die Treppen beim Betreten eines Levels. Ja. Aber eigentlich, nochmal zurück, was war in Ketten der Raserei? Das war, wenn ich schon am Arsch bin, ne? James for Armor, ne? As you will. Na, nehmen wir den Entdeckerhelm. Und noch 20 Gold. Alter, läuft bei mir. So, wo ist die Treppe, beziehungsweise dann der Endboss? Aha. Ne, das sind nur, hier gibt's keine Treppe, das ist das Problem. Ich hätte es anders machen sollen. Ich hätte erst hier runter gehen sollen, dann hier rüber, dann dahin, dann dahin, dann dahin. So erreiche ich alles. So verballere ich eine Ration, ich Vollidiot. Ja. Gehen wir runter. Hilft ja nichts.
Die Hallen des Koboldkönigs 1. We play for a token now. Okay. Eines Nachts, während du auf einer Lichtung rastest, wird deine Ruhe durch den Anblick einer schattenhaften Gestalt gestört, die dich aus der Finsternis heraus beobachtet. Das ist doch Herr Leo. Welch glückliche Begegnung, ruft der König, der Kobold tritt ins Licht und setzt dich ans Feuer. Genau der bewaffnete Krieger, den ich suche. Ja, komm, erzähl mir alles. Der Kobold macht es sich gemütlich. Mein Name ist Herr Leo, na sag ich doch. Und ich möchte eine leidvolle Geschichte mit dir teilen und dir vielleicht die Möglichkeit geben, aus meinem Unglück ordentlich Kapital zu schlagen. Er fährt fort und erzählt dir die Geschichte seines Ärgers mit dem Koboldkönig sowie seiner daraus resultierenden Verbannung aus der Gemeinschaft der Kobolde. Der König hätte sich gnädig zeigen können, meinte er abschließend, angesichts des Umstands, dass seine Tochter und ich beide betrunken vom ausgezeichneten dolesischen Brandy waren, der bei seiner Krönung kredenzt wurde. Stattdessen entschied er sich, als seinen ersten offiziellen königlichen Befehl, meine Verbannung auszusprechen. Doch das wird er nahe noch bereuen. Nun ist die Zeit der Rache gekommen, sagt er heftig und entschuldigt bitte, sagt er heftig und holt ein seltsames Amulett hervor. 100 Jahre lang haben die Koboldkönige Schätze angehäuft und sie in einer Reihe. Und sie in einer Reihe verzauberter und sich stets wandernder Schatzkammern gehortet. Nur der Koboldkönig, ja, hätte ich schon wieder König Kobold gesagt. Koboldkönig selbst weiß, wo seine Schatzkammer verborgen liegen. Doch nun habe ich ein Mittel, um sie zu finden. Ich benötige nur eine Locke Elfenhaar, um diesen magischen Apparat zu vollenden. Nimm die Aufgabe an, weigere dich dahinein. Klar, Elfenhaar. Ausgezeichnet, besorge das Haar, ganz egal, was du dafür tun musst. Keine Sorge, ich werde dich finden, wenn du deine Aufgabe erfüllt hast. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Okay, mit diesen Worten verschwindet er zurück in die Schatten, setzt sich hinter einen Busch und beobachtet dich. Hallöchen, Olaf Hummelbein. So, jetzt gehe ich hier rüber. Räuberangriff. Bandits. Kennen wir ja schon. Make an enemy of one, and drei. Made an enemy of all. Da überspringen wir jetzt mal. Also klar wird sich das alles wiederholen, das ist logisch, ne? So. Oh, jetzt habe ich daneben gehauen. Ich konnte aber gerade nicht diesen Frostschock machen. Deswegen hauen wir einfach nur locker drauf und weg ist der Knilch. Es könnte ein bisschen mehr Blut vertragen, das Game, ne? So ein bisschen mehr abgetrennte Gliedmaßen. Da würde ich nicht nein sagen. So, eine Gewinnkarte wird gezogen. Gold erhalten. Oh, jetzt habe ich aber echt mal Kohle. So, ja, jetzt hätte ich eigentlich hochgehen müssen. Ach, scheiße. Aber ich kann ja jetzt nur nach vorne. Ist ja egal. Ruf nach dem Priester. Was macht der nochmal? Heilung, ne? In einem schattigen Hainabsatz. Ne, brauche ich nicht zum Laden. Meister, auf jeden Fall. Flüchen habe ich nicht. Also, gehe daran vorbei. Jetzt muss ich eine Ration natürlich wieder verschwenden. Aber das ist nicht schlimm. Hallo? Weiter. So. Aber ich will da hoch auch noch, ne? Das ist ja... Ein Steinschlag, verfickt und zugebläht. Während du nahe der Küste unterwegs bist, hörst du über dir ein Poltern. Fallende Steine zwingen dich, Deckung zu suchen. Oh Gott, Erfolg, Erfolg. Kann ja nur eins von diesen beiden sein. Nein! Eine Verlustkarte wird gezogen. 15! Was stimmt denn mit ihm nicht? Ah. Gerade als du denkst, es ist vorbei, prallt ein großer Stein von deinem Helm ab. Als du nach oben siehst, erblickst du Räuber auf dem Hügel über dir. Ach du Scheiße. Spring nach oben, um die Räuber anzugreifen. Na klar, machen wir. Zwei Monsterkarten werden gezogen. 6 Gegner. Scheiße! Das habe ich gerade ein bisschen verkackt, würde ich mal sagen. Aber an und für sich habe ich euch ja gesagt, es spielt sich leicht wie Batman. Von daher, sobald irgendwo einer angreifen will,
Konter ich, dann kann mir gar nicht so viel passieren. Guckt euch mal an, wie geil der Konter ist. Am Anfang hatte ich Probleme, gegen drei anzukommen. Mit diesem Konter habe ich jetzt einfach mal easy ein paar weggeholzt. Ne? Zack, boom. Da liegt er. So. Du durchsuchst die Körper der gefallenen Räuber nach zwei Ausrüstungskarten. I'm impressed. Few select these sorts of weapons because nobody ever anticipates being in peril. Such misplaced confidence is usually their downfall. So, das ist natürlich jetzt ein Problem. Das macht zwar mehr Schaden. Aber das andere hat diese Fähigkeit, also nein. Alle Heilungen, die der Spieler erhält, werden verdoppelt. All you need is a channel for power. Ist ja nicht verkehrt. Offenbart die Treppen. Goldbonus für das Aufdecken jeder Begegnung. Aber, nee. Ich will ja eher Gold. Also bleiben wir dabei. So, jetzt kann ich hier wieder zu den heilenden Händler. Da gehen wir jetzt einfach, dann würde ich sagen, in den Laden. Ich habe noch 5 Rationen und 3 Karten vor mir. Also von daher alles gut. Und dann hole ich mir erstmal Energie zurück. Ich weiß ja nicht, wie krass das wird mit dem Segen kaufen, Flüche entfernen. So, machen wir. Wunden heilen geht nicht. Gegenstand verkaufen, Ration kaufen. Gucken wir uns mal den Segen an. Jeder mit einer Axt getötete Gegner gewährt dem Spieler 3 Gesundheit. Der Spieler richtet dreifachen Schaden an. Mit, Alter, krass. Wann immer der Spieler Ration ist, erhält er. Alter. Das kann ich mir ja alles gar nicht. Ist ja kacke. Kaufen wir nur eine einfache Ration oder lieber 3? Behalte ich die Kohle auch für mein nächstes Level? Nein, ne? Sicher ist sicher. Ich weiß nicht, ob ich nochmal irgendwie hin und her gehen muss. Aber ich kann mich nicht heilen. Das ist natürlich blöd. Aber ich muss ja eh dran vorbei. So, würde ich sagen, gehen wir jetzt hier rechts rüber. Das Lied des weißen Minotaurus. Again, a token is at stake. Die Schenke zum Krug und Fass ist bekannt dafür, die talentiertesten Barden aller Lande anzulocken. Du kommst dort erschöpft von deinen Abenteuern an, doch die abendliche Unterhaltung lässt dich doch noch eine Weile am Kamin der Wirtsstube verweilen. Stunden vergehen und der Raum leert sich. Der Bade beginnt herumzugehen und die Musikwünsche kleinerer Gruppen zu spielen. Stairway to Heaven, Seven Nation Army und natürlich mein Block von Sido. Er spielt für wenige Münzen ein Ständchen für 2 junge Liebenden, dann erhält er ein großzügiges Trinkgeld von einer Gruppe Schmiede, die er zu einem dröhnenden Lied voller Kraftausdrücke gegen die Bewohner der Nachbarstadt begleitet. Er nähert sich dir. So, so, so. Wen haben wir denn hier? Einen höchst bewährten Abenteurer. Da braucht es mehr als ein, was, rühriges Lied. Rühriges Lied von schalem Rittertum oder unbesonnenen Stammeszorn. Du, mein Herr, bist würdig einer bewegenden Ballade über Blutvergießen, Heldenmut und Tod. Der Bade singt für dich die Fabel des weißen Minotaurus, einer legendären Bestie, die Meister sowohl von Magie als auch von Körperkraft ist. Ihre Macht ist so groß, dass sie jeden Abenteurer, Kopfgeldjäger oder Schatzsucher niedergestreckt hat, der je ihren Pfad gekreuzt hat. Nachdem die letzte Note des Liedes verklungen ist, lehnt sich der Bade zu dir und flüstert: Der weiße Minotaurus ist nicht nur ein Mythos. Vor 2 Nächten traf ich einen Mann, der diese Bestie verfolgt, als wäre er ihr Schatten. Ich wette, jeder Abenteurer würde mir gerne ein Abendessen ausgeben, während ich ihm die Geschichte erzähle, die ich von diesem Mann erfuhr, gegen eine kleine Spende. So, Erfolge. Nein! Da. Schwein gehabt. Mir gefällt dein Gesicht. 5 Gold klingt doch fair, nicht? Zahle dem Baden 5 Gold. Willige ein? Ja. Der Bade teilt mit dir all sein Wissen, das er über den weißen Minotaurus erlangt hat. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Okay, also wahrscheinlich bei Fehlschlag hätte ich wahrscheinlich dann 40 Gold zahlen müssen oder so. Die Staubdame, da ist sie.
Noble causes turn to rotten enterprise. You may win this battle and send the queen to her rightful end. Yet, what have you gained in the process? Diese Wüstenkönigin ist im Kampf tödlicher und schwerer zu töten als ein normaler Räuber. Ihre Klingen sind scharf und sie wird häufig von einer mächtigen Armbrust geschützt. Die Königin der Räuber wurde als Kind von Sklavenhändlern entführt und in der Wüste großgezogen. Im Lauf der Jahre hat sie mit Hilfe von Bestechung und Mord den Rang des zweiten Befehlshabers der Wüstendiebe erlangt und sich als kompetent und gnadenlos erwiesen. Jetzt bin ich ja gespannt. You'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Okay. Dann mal rein da in die gute Stube. Ah ne, nicht Stube, sondern Staub. Ab in den Staub, Unwürdiger. Hä, nur zwei? Okay. Da ist die Staubdame. Ah, und das ist die Armbrust, alles klar. So. Ja, kann ich nicht überspringen? Doch, kann ich überspringen. Machen wir als erstes mal die beiden Typen da drüben platt. Oh, das kann man nicht blocken. Oh, ist das mies. Das kann man echt nicht blocken. Das kann ich nur ausweichen. Los, hau drauf. Jetzt habe ich sie. Muss ich noch das Ding da vorne killen? Ja. Alter, muss man da drauf klöpeln. So, jetzt habe ich die Karte. Puh. Also das war ja mies mit dem Rot. Also da kann ich wirklich nicht blocken. Da muss ich ausweichen. Da habe ich aber auch echt gut Blut gelassen. Inevitable, I suppose. So often those who beat plowshare to sword die der Pokal instruments of their industry. Still, she fought well and bravely, which is all I expect from my pawns and players. Pokalverbesserung. Stärkere Gegenangriffe, deine Gegenangriffe verursachen mehr Schaden. Deine betäubenden Angriffe setzen die Gegner nun länger außer Gefecht. Das habe ich gar nicht großartig benutzt. Deine Startausrüstung wurde verbessert. Stärkere Räuber. Ist klar, die sind auch stärker. Stärkere Skelette. Und Räuber verfügen jetzt über Wurfwaffen. Okay. Also das wird dann wahrscheinlich automatisch aktiviert für den nächsten Gegner, oder was? You have earned the first of the symbols of my power and passed the first gate. There is no turning back now. Previously I was merciful, but now I cannot be. It is begun. I crafted each of these cards over the course of years. You have taken them from me in mere moments. So, Gesundheit erhalten, Heilring erhalten, Almosen. Eine Teufelswette, das ist wieder so eine böse Karte, wo ich mit dem Teufel irgendwas machen muss. Die Maid, okay. Was haben wir hier? Jagd nach dem Jäger. Also da geht dann die Geschichte weiter um den Minotaurus, gehe ich mal von aus. Pestbube, schlafend im Wald, Mohnblumenfeld und Schlacht auf dem Gipfeldach. Und da haben wir flinke Manschetten, Rüstung der Kälte und riesiger Hammer, jawohl. Come, play again. Play again. Was ist denn das eigentlich da hinten? Kann man hier irgendwie die Kamera mal verändern? Nee. Puh, Leute. Oh. Anstrengend, aber stark. Oh, hier, da hinten, da sieht man diese Figuren. Ist wirklich stark. Do you have what it takes to defeat the rats? So, jetzt gucken wir mal. Natürlich Story-Modus. Und jetzt müsste ich doch... Aha, da ist der nächste Gegner. Und das ist der Pestbube. Der Spieler verliert 5 Gold für jeden Fehlschlag und 10 Gold für jeden enormen Fehlschlag-Chancenkarte. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Nee, aber komm mal, ohne Scheiß, oder? Das Game ist doch mega geil. The rats. They have swarmed up from the dark places beneath so, the realms gucken wir uns das Deck mal an. And now squat amongst your cities. Wir haben die starken Sachen drin.
and hunt and ride. Das ist alles cool. Da lassen wir es bei Standardmodus und hier hinten. Da sind diese ganzen neuen krassen Sachen drin, aber ich würde gerne mal. Ah, die Schatztruhe ist jetzt drin. Okay, okay, alles klar. So, die Maid will ich nicht rausschmeißen. Herr Leo ist auch drin. Ist Herr Leo auch das zweite Mal drin, wo er dieses Engelshaar braucht? Nein. Aber das gibt's auch gar nicht mehr zum Auswählen. Das verstehe ich jetzt nicht. Die Teufelswette, sowas mag ich ja eigentlich auch. Was ist ein Almosen? Na, wird noch nicht erklärt, weil es neu ist. Na egal, wir werden es sehen. Auf geht's, oder? Ich meine, im echten Rollenspiel weiß man ja auch nicht, was einen erwartet. So, Spiel starten, auf geht's. Our Lord of Plague does like to run. Und dann kommen natürlich auch noch seine krassen Karten rein. Wütender Mob. Jetzt verstehe ich aber auch, warum der Entdeckerhelm so cool ist, außer in der letzten, im letzten Part. So, man sieht's ja, es wird immer, immer mehr. Ja, toll. Wieder hat man keine Chance, irgendwo was zu verändern. Die Maid. Es geht ja schon gut los. Let us stake a token on their foolishness. Eines Tages, die Maid, bla bla bla. Hier kommt Herr Leo und seine Suche nach einer Locke Elfenhaar in den Sinn. Bitte die Elfenmaid um eine Strähne ihres Haares. Hole mit deinem Dolch zum Schlag gegen die Elfenmaid aus. Nein, ich frage sie. Die Maid überdenkt bei was dein Ansinnen einen Augenblick lang, bevor sie einige Locken ihres Haares abschneidet. Wie du wünschst, doch nimm dich in Acht, Sterblicher. Dir haftet der, was, verderbte Hauch eines Kobolds an und diese Kreaturen kann man, diesen Kreaturen kann man nicht trauen. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt hier. Die Ältesten unserer Art sagen oft, dass wir Pfade, auf denen wir einst wandelten, noch einmal bestreiten müssten, um in der Gegenwart einen Vorteil zu genießen. Lebe wohl, Sterblicher. Heißt das, ich muss nochmal zurückgehen zu Herrn Leo? Weil ich kann ja jetzt nicht hier einfach hin und dann zurück. Also, ich habe jetzt das Haar, muss dann aber zurück zu dem anderen Level. Das Landrattennest. I will happily wager on the outcome. I do not think you have what it takes. Das Knarren der Tür zur Kneipe Landrattennest durchbricht die Stille wie ein Donnerschlag in einer Gruft. Der Gastwirt begrüßt dich. Willkommen, Wanderer. Bevor ich dir unsere Gastfreundschaft zuteil werden lassen kann, muss ich dir eine enorm wichtige Frage stellen. Hast du auf dem Weg hierher einen Kraken gesehen, gehört oder Gott bewahre gar gesehen? Hä? Hast du einen Kraken gesehen, gehört oder Gott bewahre gar gesehen? Ich habe keinen Kraken. Du solltest dich glücklich schätzen. Es gibt keine verdorbenere Bestie als den Kraken. Ich bin Carlo. Willkommen im Landrattennest. Nachdem er dich einige Zeit lang die Wärme der Feuerstelle und etwas altbackenes Brot hat genießen lassen, spricht Carlo dich erneut an. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen. Nee, zu Ohren kommen. Teilweise wahrscheinlich auch falsch übersetzt, oder? Dass Schiffe aus dem kleinen Dorfhafen von Holmburg verschwunden sind. Kein Überlebender, keine Zeugen. Der Hafen von Holmburg ist fest in der Hand von Räubern, Dieben und Schmugglern. Es lässt sich unmöglich sagen, was dort wirklich passiert ist. Vielleicht kannst du dich dort umsehen und mehr herausfinden. Ich würde natürlich selbst gehen, aber ich muss mich um die Kneipe kümmern. Carlo zeigt mit einer ausladenden Geste auf das leere, klamme Loch, das er sein Zuhause nennt. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Das heißt also, wenn ich irgendwo später Infos kriege, muss ich zurücklaufen, dann brauche ich Rationen. Well done. Krass. Hilfreicher Priester. It amuses me to watch them theorize. To attempt to discern the very likeness of the gods down to their toes. Ich kann dem doch jetzt noch nicht die Hälfte meiner Ration geben. Ach komm. Ah, nur Erfolg. Eine Karte. Sowas wäre später cooler. I will have to rebalance that next time. Wenn ein Spieler aus mehreren Ausrüstungs- oder Gewinnkarten auswählt, erhöht sich deren Zahl um 1.
Das verstehe ich nicht, werden wir aber dann sehen. Jetzt habe ich natürlich kaum noch Ration. Ah, Herr Leo. So, Holzstock, das hatten wir schon. So, mache ich wieder mit, frag ihn, was er braucht. Und dann hilft er mir und ich kriege eine Ausrüstungskarte. Helm des Entdeckers, perfekt. Das ist ja genau das, was wir brauchen, um zu sehen, wo die Treppe ist. One more step down and we may see the end of this or another set. Oh, so, da oben sehen wir jetzt schon den Ausgang. Das heißt, ich muss eigentlich nur gerade hoch. Each of these cards is crafted from your memories and built from your experience. I created them, but only in the abstract. It is the importance you place on them that makes them real. So, Jagd nach dem Jäger. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Wie sich herausstellte, ist es nicht besonders schwer, einen verrückten Jäger zu finden, der in allen Landen auf der Hatz nach einer mystischen Bestie ist. Er wurde dabei gesehen, wie er Wirtshausbesucher befragte, Reisende in den Wäldern belästigte und sich die Hinterlassenschaften verschiedener Tiere besonders genau ansah. Dir kommt zu Ohren, dass er kürzlich eine kleine Stadt namens Redkreuz verlassen und sich teilweise komme ich mit diesen mittelalterlichen Sprachweisheiten, Gedöns, Pipapo, Pla, nicht so gut klar. Du folgst Spuren, die in eine grüne Lichtung führen. Farbenfrohes, herbstliches Laub bedeckt den Boden. Du bleibst erstarrt stehen, als du ein verdächtig lautes Knacken unter deinen Füßen hörst. Das wäre für Ponne voll das geile Spiel, weil Ponne kann sowas gut. Der ist auch bei unseren Pen-and-Paper-Sachen. Ist ja hier der Erzähler, der Meister. Ach du Scheiße. Keine Ahnung. Erfolg! Du greifst den Rand der Grube mit sicheren Händen und kannst dich zurück auf den festen Boden ziehen. Vor dir steht ein wettergegerbter alter Jäger, gehüllt in die zahlreichen Trophäen seiner erlegten Beute. Er bewegt sich mit ruhiger Zuversicht, doch sein Blick durchdringt dich wie ein Dolch. Boah, das war aber gerade heftig, oder? Ich hatte nur eine 25%ige Chance zu gewinnen. Ich bin beeindruckt, dass du meiner Falle entkommen konntest. Um fair zu sein, war sie nicht für jemanden wie dich entworfen, sondern jemanden mit mehr, sagen wir, Umfang. Nachdem ich so viele Jahre lang die Rolle des Jägers übernommen habe, ist es ungewöhnlich, dass ich auf einmal der Gejagte bin. Lass uns zusammen im Wirtshaus unseren Gaumen befeuchten. Dort können wir wie Männer miteinander sprechen, anstatt wie Tiere die Fährten des anderen zu verfolgen. Das Zeichen dieser Karte gehört dir. So. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist links? Aber ich versuche mal den direkten Weg. Reisender Juwelier, mal gucken, was der kann. In einem schattigen Hain, abseits der bekannten Pfade, entdeckst du... Ja, ich gehe mal zu dem Laden. Ich brauche Rationen! Hoffentlich verkaufen die welche. Ich bin hier echt am Arsch. Ration kaufen, Gott sei Dank. Aber ich kann höchstens nur 3 kaufen, aber besser als nichts. Und was hat er für Gegenstände? Zerrende Scham. Alle Waffenangriffe sind mit hochwirksamem Gift verstärkt, das sowohl Körper als auch Geist des Opfers verdirbt. Söldnervertrag. Drücke den rechten Bumper, um eine Aura zu aktivieren, die mit jedem gelungenen Schlag Gold fallen lässt. Der Heilring. Wann immer der Spieler geheilt wird, erhält er ebenfalls plus 1 Gold. Kein Effekt, wenn er bereits vollständig geheilt ist. Ah, bin ich ja leider. Drücke während des Kampfes rechten Bumper. Okay, nee. Aber cool, was kann ich denn verkaufen? Habe ich irgendwas Sinnvolles zu verkaufen? Ich könnte eine Axt loswerden, weil... Nee, ich habe noch gar keine andere Waffe, fällt mir gerade ein. Das wäre ja richtig dumm gewesen. Man behält ja nicht die Waffen aus der Vorrunde. Ich bin immer noch beim Eisschwert. Ich habe noch gar nicht gekämpft in dieser Runde. So, wir haben jetzt wieder Ration, also gehen wir erstmal weiter. Durch den Wald. Roaming ever forward, hunting for the truth. Dein Weg voran führt in einen Wald. Nimm den Weg durch den Wald, natürlich. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Ach du Scheiße. So, ist vollkommen egal, oben oder unten lang. Ich kann mich nicht entscheiden, oben oder unten lang.
Wie lösen wir das? Mit einer Münze. Das lösen wir jetzt mit einer Münze. Ja, ich habe nicht viele Rationen. Ich sag, Zahl ist unten lang, Kopf ist oben lang. Kopf. Also oben lang. Alles klar. Ja, weiter. Danke. What brings you to play the game? Aus welchem Grund spielst du das Spiel? I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Nein, ich spiele das Spiel, weil ich es unglaublich gut finde. Reisender Magier, mal gucken, was der uns verzaubern kann. Ja, vielleicht hast du ja auch noch ein paar Rationen, die ich mitnehmen kann. Ich weiß nämlich nicht, wie viel ich noch brauche. Eine Ration kann ich kaufen, im Wert von 6. Das ist egal, ich brauche sie. Gegenstände kann ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten. Oh, was ist das? Alchemistisches Silber. Drücke rechten Bumper, um mit jedem erfolgreichen Schlag schneller anzugreifen. Je länger dein Kombo, umso explosiver die Reaktion. Echsenmenschen, Echsenmenschen! Na, läuft doch! Erleiden doppelten Schaden durch die Angriffe des Spielers. Aber das ist ein Helm und mein Helm ist eigentlich cool. Das waren die Messer und der Drachenring. Während alle Drachenreliquien ausgerüstet sind, erhältst du 50% Max Gesundheit und wirst nach jedem Kampf komplett geheilt. Ist natürlich eine geile Nummer, bringt mir aber nicht viel. Aber ich habe wieder noch eine Ration mehr, also war dieser Move jetzt gerade sozusagen umsonst. Er ist weg. Der wütende Mob! So quick to anger. That's what makes them a mob, really. Während du dich der Kleinstadt Hexjagd näherst, Kleinstadt Hexjagd, okay, marschiert ein wütender Bauernmob auf dich zu und stellt dich zur Rede. Das Rattenvolk hat uns alle alles weggegessen. Wir sind am Verhungern und verlangen Essen. Gib ihnen die Hälfte deiner Ration, gib ihnen nichts, versuche dem Mob auszuweichen. Oh. Ich kann dir nicht die Hälfte meiner Ration geben, dann bin ich am Arsch. Gib ihnen nichts. Du fragst sie, warum sie nichts zu essen haben und versuchst ihnen zu erklären, dass sie keinen Grund haben, dich anzugreifen. Die hungrigen Bauern umringen dich noch während du sprichst. Ach du Scheiße. Fuck you! Die haben mir mein Gold geklaut! Er lügt, merkt eine alte Frau an. Seine Augen verraten ihn. Packt ihn, ruft jemand. Renn weg. Oh. Ja, fick dich doch. Ich sehe nichts. Ah! Mein ganzes Gold. Der Geber zieht dir 5 Verlustkarten. 10 Gesundheit weg. Gold interessiert mich nicht. Wieder Gesundheit weg. Scheiße. Oh, hör doch auf. Alter, ist das übel gewesen. Rattenmenschenjagd. Now you begin to trespass upon the Ratmen's hunting grounds. Du begegnest zufällig einer Gruppe Jäger der Rattenmenschen. Bereite dich darauf vor, dich zu verteidigen. Der Geber zieht eine Monsterkarte. Ja, 4. Verdammte Ferengi. Ferengi, waren das die von Game of Thrones? Ja, ne? Ich gerade nicht. Echt nicht. Name and playing by nature. The rats leave behind a deadly toxin. Ich habe immer noch kein Schild, ne? Oh, scheiße. Deswegen muss ich ausweichen. Scheiße, wurde ich schon wieder erwischt. Aber das ist doch Fuck-Kack. Star Trek, Ferengi? Keine Ahnung, Alter. Star Trek habe ich nie so gefeiert. Ich kenne die Borg. Dann hört's auf. Du säufst, als du die Körper durchsuchst. Oder waren die bei jetzt auch in den neuen Filmen, die Ferengi? War das mit hier Sherlock hier? Wie heißt der? Cumberbatch. Waren das die Ferengi da, wo man da so, wo die da so kämpfen? Ich weiß es gerade nicht. Nee, das waren noch Klingonen. Du säufst, als du die Körper durchsuchst und nichts findest. Gäbe es nur einen Weg, etwas gegen diese Rattenplage zu unternehmen. Vielleicht, wenn man jemand dafür bezahlen könnte.
klaue dein Latinum, Gold. Whatever. So. Ich habe nur noch 3 Rationen, ich bin so im Arsch und kein Geld und meine Gesundheit ist im Arsch. You do not seem to have the temperament for friends, even in the animal kingdom. Hush. Can you hear the way his claws scratch the tiles? Okay, also das ist jetzt die letzte Möglichkeit und ich habe nur noch 3 Rationen. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich gehe. Ich versuche rechts und Mitte hoch. Oder gehe ich hoch, rechts? Nein, ich gehe nach rechts und dann hoch. Ruf nach dem Priester. Can you press on? Aber ich habe doch kein Gold, aber vielleicht kann ich irgendwas verkaufen. Scheiße. Du bist doch ein Priester. Wir sind doch Freunde, Digga. Er hat sich immer noch nichts getan, ne? Scheiße. Alles eh zu teuer. Kann ich mir nicht leisten, aber solange ich hier nicht kämpfen muss, ist alles gut. Oh Mann, ey! Meine einzige Hoffnung ist... Oh, natürlich könnte auch jeder, unter jeder Karte könnte der Endgegner sein. Halle des Toten Königs. Crypt rubbing. I'm not sure the dead fighting back makes this any more dignified. Ja, komm. 4, 7. Versuche mit Überraschungsangriff zu überrumpeln. Klar. Enormer Erfolg, zweimal Fehlschlag. Choose from these options. Ich wollte rechts rüber. Nein, ich wollte rechts rüber. Oh. Oh. Ich wollte ganz rechts rüber. Ich habe zu früh gedrückt. Fuck. Now we begin to raise the stakes. The arena itself will fight against you. Oh, da sind auch Fallen. Spinnen die? Und ich habe auch kein Schild mehr, so eine Scheiße. Vor allem der Typ, der... Oh ja. Okay, und schon sieht man, dass es einfach gar nicht mehr so einfach wie anfangs gedacht. Fuck, Alter. Ich habe nur 31 Gesundheit von 70. 3 Gewinnkarten, bitte Ration. Dieser Helm gewährt dem Träger höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Ich kriege einen Goldbonus für jedes Aufdecken. Brauche ich aber gerade nicht. As pleases you. Eine Ration Schwein gehabt. 5 maximale Gesundheit hinzugekommen. Naja. So, jetzt habe ich noch 2 Möglichkeiten. Ich habe kein Gold. Aber... Ich kann was verkaufen. Ich habe ja den einen Helm. Vielleicht bringt's was, vielleicht bringt's nichts. Ich weiß es nicht. Okay, also Gegenstand verkaufen. Ich habe den Helm des Entdeckers. Der ist 7 wert und ich habe die Engelsflügel. Bringt 9. Was bringen denn Rationen? Kosten 4 und 11. So, ich könnte mir eh nur 2 leisten, also 8. Der bringt aber 7 und der bringt 9, also weg damit. So, das heißt jetzt, was hätte ich denn dann noch kaufen können? Eine coolere Keule, den Hammer, okay, alles klar. Ich kaufe jetzt also eine Ration und noch eine Ration. Das hier ist echt übel, wie knapp es hier hin und her geht. So, ich habe 3 Rationen. Das heißt, ich könnte auf der rechten Seite runter.
Ich könnte auf der linken Seite runter. Da sind es nur zwei Moves und dann bin ich schon wieder bei der Halle. Oh, ist das kacke. Ist das kacke. Rechts. Pestbube! Der Endgegner! Oh Mann, aber kaum noch Energie. Oh. Also, schneller und stärker als normale Rattenmenschen spornt diese Bestie allen Abschaum um sich, um immer schnellere Angriffe... um sich zu immer schnelleren Angriffen an, umso mehr Schaden er erhält. Okay. Hier ist eine Bestie, welche die deinen hasst und durch diesen Hass fett und böse wurde. Der Pestbude. Bude. Wird dich töten und das Mark aus deinen Knochen saugen. Ich habe nur 48 HP, ey. Hilft ja nicht. There's a token in it for you, if you win. Danke. Oh, noch vier verpestete irgendwas. Und ich habe kein Schild. Mit Schild ist das so viel einfacher. Alter. Der Pestbube. Ja. Oh nein, ausweichen. Ich muss... Ich bin so am Arsch. Verrecke, du. Nein. Oh. Ist das bekackt. Tod. Blut befleckt den Boden unter deiner Leiche. Oh, ist das bekackt, Leute. And so the game takes another life. Do not worry, though. You may try again. Death in the home of plague. Darf ich jetzt noch sehen, was ich gekriegt hätte? Ah, okay, die Hallen des Königs. 2a, ist das kacke. Schmugglerhafen für Carlo und hier haben wir zum Krug und Fass. Oh, ist das kacke. Aber einmal machen wir noch, ne? Alle guten Dinge sind 10.000. Ah, Mann, ich brauche doch einfach nur Schilder. Oder Schilde. Nicht Schilder. So, aber dann habe ich jetzt auf jeden Fall mal mehr gecheckt, warum dieser Deckassistent so gut ist. Beziehungsweise also hier auch mal selber was reinzustecken. Wir holen das raus. Wir holen, die brauchen wir nicht. Heilende Haube will ich nicht. Flinke Manschetten will ich nicht. Will ich nicht. Obwohl, warte mal, was war das? Zehrende Scham. Alle Waffenangriffe sind hochwirksam. Ah, doch, kann man drin bleiben. Okay, aber ich brauche auf jeden Fall mehr Schilde. Damit ich auf jeden Fall ein Schild kriege. So, dann kann ich ja immer noch hier die heilende Haube mit reinpacken. Gut ist. So. Und da ändern wir auch nichts. Das bleibt einfach so. Ah, raus. Ah, fuck. Es ist total gemütlich. Man spielt das alles so mit dem Gamepad. Und es funktioniert astrein. Ja, ich kann mich hier ein bisschen so nach hinten. Kommt ihr auch näher, Leute? So. Ein bisschen mehr Abstand vom Geschehen. Did you expect me to tell your fortune? So. A fortune teller. Die Schlucht. Their most base and despicable, so, kletter nach unten. Their own lies. Of course, I. So, hier ist der Fehlschlag, wenn mich nicht alles täuscht, also... Ja. Gut. Kriege ich erstmal eine Waffe. Nehmen wir, weil... Achso, standardmäßig habe ich immer eine Axt. Okay, alles klar, aber wir nehmen das Ding. Okay. So, hoch oder runter, ich gehe nach vorne. Der Fluss. Dann habe ich da schon alles erledigt. Also, nur den Fehlschlag im Auge behalten.
Das hier geht auf jeden Fall klar. Ah, rechts wäre enormer Erfolg gewesen. Okay. So, durchgekommen. Ne, es geht, ihr merkt es jetzt, ne? Es geht jetzt alles ein bisschen schneller. Müssen wir mal abwarten. Mitfahrgelegenheit, jo. Weiter geht's. Certainly. Ne, geht gerade ganz fix. So, jetzt gehen wir hoch. Oh, fuck, ey. Dieser Mob hat vorhin alles kaputt gemacht. Ich gebe dir nicht meine Ration. Ich versuche auszuweichen. Renn weg. Erfolg, Erfolg, Fehlschlag. Alles klar, Schwein gehabt. Puh, weiter geht's. Ah, der zweite Koboldkönig. Ich hab die Haare. Win this and claim my token. So, als du an einem riesigen Baum am Ufer eines Sees vorbeiziehst, erscheint Herr Leos Kopf aus dem Astwerk über dir. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Gute Arbeit, mein Junge, ruft Herr Leo, als er die Locke elfenhaar erblickt und springt zu Boden. Ich hoffe, du musst nicht zu viele Knochen brechen, um es zu erhalten. Egal, besser, ich weiß keine Details, was? Dann kalibriert er das Gerät und dreht es in seinen Händen. Dieser Teil bewegt sich so. Diesen Knopf drückt man da hinein. Achso, das ist jetzt so. Ja, ich weiß nicht genau, wozu dieses kleine Ding da gut ist und es funktioniert. Leo verschlägt es vor Freude den Atem, als er das Amulett zum Leuchten bringt. Oder irgendwie sowas stand da gerade. Indem er mit dem Amulett herumwedelt, gelingt es dem Kobold irgendwie, dich auf eine scheinbar willkürliche Reise über Hügel und Flüsse zu führen, bis ihr schließlich zu einer Falltür unter einem uralten Baum gelangt, die im Gebüsch versteckt ist. Hinter dem Eingang erblickst du eine Kammer aus Stein und kannst verschiedene seltsame mechanische Geräusche hören. Es gibt vielleicht einige Fallen. Könige lassen stets besonderes Vorsicht walten, wenn sie ihre Schätze verstecken, nicht? Das habe ich doch sicher im Vorfeld erwähnt. Jetzt geh da rein und stiehl 50 Goldstücke für mich. Ich passe so lange auf dein Gold auf. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Viel Glück! Mit einem kräftigen Tritt in deinen Hintern befördert Leo dich unsanft durch die Falltür. Das ist natürlich das Dreist. Das ist dreist, weil Leo ist eigentlich ja netter. So, jetzt muss ich also hier Fallen ausweichen. Okay. Alles klar. So. Habe ich irgendwie Zeit? Nö, ne? Hier ist Gold. Wann geht das hier auf? Okay, muss man wahrscheinlich... Okay, Schwein gehabt. Wow, auch Schwein gehabt. Das ist Gold. Oh, fuck. Da war ich zu langsam. Also muss man erst hier so... So läuft das. Okay. Wie viel Gold habe ich denn hoch? Ich habe nur 12 Gold. Oder gibt es noch eine weitere... Herr Leo erscheint sogleich, nachdem du wieder ins Freie gelangst und schnappt sich dein Beutel voll Gold. Noch bevor du ihn bemerkst, erzählt die Goldstücke, die du erbeutet hast. Hm, nicht annähernd genug. Ich will meine Rache. Gehe zurück und besorge mein Gold. Oh, verarsch mich nicht. Gehe zurück ins Labyrinth. Du holst die Luft und gehst zurück ins Labyrinth. Fuck! Leo, du blödes Arschloch. Habe ich hier denn irgendwo eine Truhe oder irgendwas übersehen? Ah, ist ein anderes Labyrinth. Ich kann auch hauen, ja? Okay. Da ist wieder Gold. Ist hier irgendwie eine Truhe? Nein, auch nicht. So, Feuer. Ja, das ist geil, ne? Also echt jetzt mal. Das hier so einzubauen, finde ich mega gut. Hallo, ich bin noch gesprungen. Ist da kein Gold? Oh. So, bei Physics-Kram hier läuft das nicht so ganz rund, habe ich das Gefühl. So. Ah.
Man muss hier nochmal rein. Das waren nur erst 24 Gold. Alter, miese Scheiße. Das ist ja echt frech. Was reicht denn Leo auch nicht? Ich habe erst 24. Hey Leo, erscheint sogleich nach dem bla bla bla. Nicht annähernd genug. Wieder, wenigstens kriege ich Energie dazu. Und wieder rein. Ich bin bei 24 Gold, ne? Was ein Hundesohn. Herr Leo ist echt der fiese Möb. So, 24 Gold haben wir schon. So. Okay. Skandalös. Oh nein, da bin ich... Oh, falsch abgebogen. Die teilweise ein bisschen schwammig, die Steuerung, aber wirklich nur teilweise. Es ist okay für dieses Spiel. Wow. Aber ich dachte echt, dass ich vielleicht in irgendwie sowas hier... Dass da auch Gold drin ist, ne? Nimm das. So, jetzt bin ich bei 36 Gold. Heißt also, ich muss die Scheiße nochmal machen. Warum will der denn so viel Gold? Hätte ich enormen Erfolg gehabt, hätte ich wahrscheinlich nicht so viel holen müssen. Ich bin bei 36. Ich gehe zurück ins Labyrinth. Natürlich mache ich das. Kostet mich ja keine Ration, oder habe ich da jetzt gerade nicht richtig hingeguckt? Gleich mal drauf achten. Na, Schluck auf. Auch cool. Gerade in so einem Labyrinth will man unbedingt Schluck auf haben. Wow. Aber hey, ich übe schon mal Labyrinthe, ist doch geil. Aber das ist ja mies. Drei Stück dahinter und dann das Ding. Wow, wow, wow. 57 Gold, das sind immer noch nicht 60. Was ein Hundesohn. 57 Gold, reicht das? Für Herrn Leo ist der kleine Kobe. Nicht übel, wirklich nicht übel, sagt er zufrieden. Die esse ich später, das war's fürs Erste. Gute Arbeit, mein Junge. Verschwinden wir hier, bevor der Koboldkönig merkt, was los ist. Hier hast du dein Gold zurück. Tut mir leid, wenn es jetzt nach altem Käse riecht. Das Zeichen dieser Karte gehört dir. Oh, ist das scheiße, ne? 47 Tacken. 47 Tacken. Gehe ich jetzt nach... Ne, ich gehe nach oben. Ja, die Treppen. Descend ever deeper into the subterranean. Alter, dieser Kobold, ne? So, jetzt gucken wir uns nochmal einen schlauen Weg an. Aber hier gibt's gar keinen schlauen Weg. Ja, gehen wir einen rüber. Der reisende Heiler. In einem schattigen Hain abseits der bekannten Pfade entdeckst du einen reisenden Händler, der mit... ich gehe daran vorbei. Brauche ich nicht. So. Nach links wäre es eine Ration. Aber ich muss ja alle Karten mir angucken, also gehen wir jetzt nach unten. Och, Mann. Nicht schon wieder. Prepare yourself. Vier beschissene Ratten. Aber diesmal habe ich ein Schild. Das kann uns... Einfach. Oh. Aber bei Rot ist es. Also bei Rot hilft auch kein Schild. Bei Rot muss man einfach wegtrollen. Naja, 7 Punkte verloren. Alles okay. So. Was kriege ich? Na, 3 Rationen. Perfekt. Dann ist der Weg okay gewesen. Erst gucken wir mal hier. Schlafend im Wald. Das ist neu. Spirits roaming the darkness. With the struggles, the boundaries are weaker than they've ever been. Während du im Wald schläfst, wirst du von einer Stimme geweckt, die deinen Namen ruft. Du schlägst die Augen auf und siehst eine menschliche Gestalt auf dich zukommen. Du springst auf die Füße und zückst deine Waffe. Der Geist bleibt abrupt stehen und signalisiert dir mit den Händen, dass er dir nichts tun will.
Seine Stimme ist leise und schwach. Hast du mich bereits vergessen? Hat dieser Wald dich schon verdorben? Senk deine Waffe, oder? Greif den Geist an. Ah, ich senk meine Waffe. Ich sollte nicht hier sein. Ich habe Angst, dass seine Handlanger wissen, dass ich hier bin. Für einen kurzen Augenblick kommen dir die hellen Augen des Geistes seltsam bekannt vor. Bitte, komm bald heim. Du blinzelst, dann ist der Geist weg. Zu deinen Füßen liegt ein Bündel mit Essen. Der Geber zieht eine Rationsgewinnkarte. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Na, das war ja easy. I'm sure you're grateful for that. Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Ja, er ist hier wieder rüber. Aber ich... warum kriege ich denn Energie? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Egal, Energie ist immer toll. Habe ich irgendwas? Schlacht auf dem Gipfel? Ach, vorhin habe ich Gipfeldach gelesen. Aber hier steht Gipfel, ach. Wahrscheinlich wieder ein Buchstabe, den sie vergessen haben. So. Ein Licht zieht dich zu einem nahegelegenen Hügel. Du erblickst einen Hexenmeister. Gerade als er in einer Schwefelwolke verschwindet und nur seine heraufbeschworenen Lakaien zurücklässt, ziehe zwei Monsterkarten. Zwei Schädel, Staub. Greife an, natürlich. Ich habe ja ein Schild. Mit Schild greife ich an. So, das können wir überspringen. Ich muss unbedingt auf das Grüne achten, wenn da so komische Gitter drüber sind, dann wirft irgendjemand was nach mir und dann muss ich unbedingt Schild gedrückt halten. Und nicht nur kurz tippen, weil dann halte ich nur hoch, mach wieder runter und dann kriege ich irgendwo einen Dolch in den Nacken. Das ist natürlich Kacke. Nach dem Kampf durchsuchst du die Leichen nach Beute. Der Geber zieht zwei Gewinnkarten. Gold. Oh, nochmal Gold. Jetzt will ich aber auch nochmal was kaufen hier, du. So. Your prize. Und schon wieder ein Zeichen. Ne? Cool. Hier zum Beispiel kein Zeichen, aber wir hauen trotzdem ab. Wir gucken uns jetzt die letzte Karte nicht an. Das ist egal. Na los, rechts lang. Und dann zurück. The Jack of Plague has bettered you once. Can you set him free this time? Du siehst einen antiken prachtvollen Sarg in der Hauptkammer, Hauptgrabkammer. Er birgt vielleicht atemberaubende Reichtümer, aber er ist sicher bewacht. Ziehe zwei Monsterkarten. Zwei und zwei. Versuche mit einem Überraschungsangriff zu überrumpeln. Okay, jetzt komm schon. Enormer Erfolg. Yes! Plötzlich springst du in die Schlacht und überwältigst einen von ihnen, bevor die anderen überhaupt reagieren können. Das ist so witzig, ne? Einen von ihnen, aber es sind ja immer zwei Monster, aber trotzdem eine Karte habe ich erledigt. Muss ich also nur gegen zwei... Das war's schon. Easy. Aber es wäre auch mit Vieren jetzt nicht schlimm gewesen. Ich bin irgendwie verflucht, oder? Kann das sein? Doppelter Fehlschlag steht da bei mir. Ausrüstung. Helm des Abschmetterns. Wird ein Geschoss abgeschmettert, setzt der Helm eine Explosion von geringer Kraft frei. Das ist natürlich cool. Wieder Ration. Ich bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Außer es kommen nochmal so Rattenmenschen. So, weiter geht's. Ein Laden. Perfekt. Ich habe 50 Tacken, das wollen wir auch benutzen. Auch hier, ne, diese Außen... also ringsherum um den Laden, was jetzt so langsam lädt. Ich mach mal jetzt nicht überspringen, was ich eben immer gemacht habe. Ach, sieht man gar nicht so lange, schade. Das ist teilweise von der Borg und finde ich echt gut. Wann immer der Spieler geheilt wird, erhält er... Aha. Oh, hier, da ist der Frosttower, den finde ich geil. Das Ding will ich haben. Zurzeit habe ich verzweifelte Mitte. Diese Keule teilt umso mehr Schaden aus, je niedriger die Gesundheit wird. Ich will ja nicht, dass meine Gesundheit niedrig wird, also nehmen wir den Frosttower. Den finde ich nämlich cool. Interesting choice.
Interesting choice. So. Dann kann ich eigentlich einen Gegenstand verkaufen, ne? Woran sehe ich denn, was ich gewählt habe? Sehe ich gar nicht. Ach da, Inventar. So kann ich das... Ah! Der feine Herr. Schilde? Artefakte habe ich keine. Ah, okay. Ey, das ist echt super für Konsole umgesetzt. Ich frage mich, ob es das auch auf der Xbox gibt oder auf der PlayStation. Here is all you have gained. Der Pokal. Keine Verbesserung. Warum habe ich den Pokal nicht? Ja, wie kann ich den auswählen? Ach so, das hätte ich machen müssen. So, ich kann ihn nicht auswählen. Das hätte ich wahrscheinlich machen müssen, bevor das Spiel begann. Na gut. Wunden heilen habe ich nicht, Rationen muss ich auch nicht kaufen, also geht's weiter. Sehr geil. So, Laden erledigt. Gehen wir hier hin. Alter, hab ich ein Glück. Der reisende Kesselficker. Gehe zum Laden. Mal gucken, was der noch Schönes verkauft. 20 Münzen habe ich noch. Aber anscheinend bin ich gerade nicht in der Nähe einer Burg oder sowas. Weil ringsherum... Ah doch, da! Da hat man es gesehen. Das sieht so ein bisschen aus wie bei World of Warcraft früher. So dieses Login-Fenster. Was haben wir denn hier? Heilende Haube hatten wir schon. Der Heilring. Was haben wir hier? Zehrende Scham. Alle Waffenangriffe sind... Ich könnte einfach noch den Heilring kaufen, weil ich habe das Geld und ich habe den Platz. So, dann kann ich aber auch wahrscheinlich... Ist das dann automatisch drin? Ist drin. Okay. Diesmal läuft es besser, ne? Jetzt muss ich nur noch den, was waren das, Pestbuben finden und dann ist alles gut. Ich sag es noch! Ja! Lass mich gegen ihn kämpfen! Blöde Sacksau. Viermal Pest, gar kein Problem, ich mache euch alle fertig. Oh! Oh, scheiße, weg, 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 weg. Da war es gerade wieder, dieses... Nein, da schon wieder. Ah, fuck, 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 fuck. Ich muss diese werfenden Heinis endlich platt machen. Fuck you. Aber das macht dem gar nichts. Scheiße. Okay, der ist hin. So, jetzt nur noch den Typen hier platt machen. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja, Mann! Du hast das Geld, die Waffen, aber was du brauchst sind Mauern. Kings of the rat kind have lost a child here today. Yeah, baby. For slaughter, your reward. Also, dafür, dass ich Herrn Leo geholfen habe, erhalte ich die Hallen des Koboldkönigs 3. Dafür, dass du den Geist Gnade erwiesen hast, erhältst du schlafend in der Schenke. Dafür, dass du Gipfel Ach erkundet hast, erhältst du Gold und der Altar. Als Belohnung für deinen Sieg über meinen Rattenbuben erhältst du diese Karten. Berserkerrüstung, glühende Eifer, Beseitigen der Rattenmenschen, Staubkönig,
Zirkus des Teufels und Held von Funkenheim. Und hier haben wir Rattenmenschenjagd, Rattenmenschenjagd, Rattenmenschenjagd. Über meinen Rattenbuben gebe ich dir neue Herausforderungen. Toll. Komm. So, meine lieben Freunde, wir sind schon fast bei 2 Stunden, aber ich denke, eine Runde, die letzte Runde, machen wir jetzt für den heutigen Abend. Ich bin voll heiß, ohne Scheiß, das Spiel macht mich voll an. Und wie man sieht, da sind noch so ein paar Sachen, ja, da habe ich richtig Bock drauf, aber so richtig Bock drauf. 5x6 Staub, 4x Hinterhalt, ja, das ist ja geil. Wenn immer der Spieler einen Kampf beendet, verliert er 1 Gold pro 15 Gesundheit. Some men thrive in anarchy and chaos. The king of dust is so, gucken wir uns das mal an. Wichtig ist ja, dass auf jeden Fall genug Schilder drin sind. Schilder. So, also ich will den nicht. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht, das auch nicht. Dafür ein Schild, dafür ein Schild. Das ist schon mal gut. Waffen sind genug da. Jetzt habe ich trotzdem noch Platz. Dann nehme ich noch... Das war der Söldnervertrag. Ich muss es doch nochmal lesen. Drücke rechter Bumper, meine Aura aktiviert sich. Gelungenen Schlag Goldfallen. Ja, das ist doch eigentlich geil. Das nehmen wir wirklich. So, alles andere brauche ich wieder nicht lesen. Und starten. In these lands, the king of dust takes his tithe of all. Alter! Habt ihr gesehen, wie viele Sechser dazwischen waren? Junge, Junge, Junge. Das ist doch miese Pisse. You face the first of my kings. So, weiter geht's. Each has shaped the Herr Leo, das können wir ja total fix alles... They will turn that power to your destruction. Mach ich, Sir, mit Auszeichnung. Und Ausbildung, Sir. Das haben wir schon. Ausrüstungskarte, da haben wir den. Ja, nehmen wir. Form follows function and vice versa. Ah, da wollte ich gar nicht hin. Oh, ich habe schon den Ausweg gefunden. Das ging aber fix. Ein Laden? Kann ich dran vorbeigehen? Brauche ich noch nicht. Schlafend in der Schenke, das ist die neue Karte. Du schläfst in einer Schenke, wirst jedoch wach, als ein Bandit deine Habseligkeiten durchstöberst. Du springst auf die Füße und zückst deine Waffe. Der Bandit lacht, er ist offensichtlich betrunken. Sachte, Prinzessin, ich will nur einen Apfel, mein Guter. Er steht auf unsicheren Füßen und hält einen gestohlenen Apfel und ein paar Münzen in den Händen. Du packst ihn an den Arm und handelst dir dafür einen Hieb ins Gesicht ein. Siehst aus, als lege Mariechen es auf einen Kampf an. Der Bandit lacht erneut, spuckt dir vor die Füße und macht kehrt, um zu verschwinden. Natürlich greife ich den an. Mit einem geübten Hieb exekutierst du ihn. Ein überraschendes Keuchen ist das Letzte, was diese Welt von ihm hört. Plötzlich stürmen die Kumpanen des Banditen in den Raum. Drei. Es sind 5 Leute. Gut, war vielleicht ein bisschen doof. Egal. Ich habe noch kein Schild. Scheiße. Ah, fuck. Sind schon wieder so. Ja! Trotzdem gut platt gemacht, die Arschlöcher. Aber ohne Schild ist halt immer Kacke. Ich habe nur noch 77 Gesundheit. Was ist da passiert? Habe ich nicht aufgepasst? So, mal gucken, was ich dafür kriege. Nachdem du mit den Dieben fertig bist, wischst du dir versehentlich mit der Hand, die mit dem verschmierten Blut ist, das an deiner Waffe heruntergelaufen ist, über die Augenbraue. Auf der Suche nach einer Waschmöglichkeit drehst du dich um und findest dich erneut in der Gegenwart des Geistes aus dem Wald wieder. Seine Augen, die dir so bekannt und im Vergleich zu seiner durchscheinenden Körper so real vorkommen, sehen dich angsterfüllt an. Du hast ihnen das Leben genommen
ohne weiter darüber nachzudenken. Bist du bereits verloren? Erinnere dich, wer du bist, wer du warst. Ich bin schon viel zu lange hier. Es kostet mich so viel. Vergiss mich nicht. Du blinzelst, dann ist der Geist weg. Mit ihm sind auch diese Augen verschwunden. Ha, ich hab falsch gehandelt, so eine Scheiße. Höhleneingang, es geht also weiter. Der nächste Teil deiner Reise führt dich aus einer Höhle zum Rand eines imposanten Waldes. Natürlich verlasse ich die Höhle. What brings you to play the game? Aus welchem Grund spielst du das Spiel? Das hatten wir schon. I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. So, hör auf zu labern. Der Weiße Rat, das ist das Neue. Mit Einbruch der Abenddämmerung erreichst du ein kleines Dorf namens Niederdimtor. Die Einwohner haben sich in einer heruntergekommenen Schenke versammelt. Es muss etwas unternommen werden, ruft eine Stimme hörbar erzürnt. Sie haben all unser Gold und Essen genommen, wehklagt ein Bauer. Gibt es niemanden, der sich ihnen widersetzt? Biete deine Hilfe an. Na klar. Sie sind dort entlang, es ist noch keine Stunde her. Du holst die Bande Raufbolde problemlos ein. Sie scheinen über die Maße selbstsicher und haben es nicht eilig. Als du dich ihnen näherst, bemerkt dich einer der Männer, scheinbar ihr Anführer. Töte ihn, befiehlt er und zeigt auf dich. Er sieht aus, als könnte er Ärger machen. Der Geber zieht zwei Monsterkarten. 3 und... Fuck, ohne Schild, Leute. Ohne Schild. 6 Bands, to keep you on your toes. Oh, der wirft hier. Der wirft hier. Oh, vibriert die Scheiße. Wow. Warum denn minus 5 Gold? Du sammelst die gestohlenen Vorräte ein und bringst sie den Dorfbewohnern zurück. Diese Räuber werden euch nicht mehr belästigen, meinst du? Oh, das waren keine Räuber, erklärt ein Kind. Sie haben für den Weißen Rat gearbeitet. Wir waren an der Reihe, Abgaben an sie zu leisten. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Das war wohl scheiße. Aber warum ist mein Gold weg? Das habe ich nicht verstanden. Halle des Toten Königs. The king is one of the players in our great mystery. Yet here he lies. Aber da gibt's Gold wieder, ne? Und ich versuche einen Überraschungsangriff. 2x Erfolg. Oh, bei dem Spiel. Scheiße. Aber es sind Schädel und ich habe einen Hammer, von daher. Wow. Fehlschlag ist also hier, dass ich. Okay, war nicht so schwer, aber dass da auch halt noch Fallen sind. Das ist ja miese Pisse. War ja vorhin auch, als ich gegen diese neuen Räuber gekämpft habe. Da war ja so eine Schnappfalle. Ausrüstung. Ja, ich kann jeden Helm gebrauchen. Ration brauche ich gerade noch nicht so. Und mehr Gesundheit, sehr gut. Ich meine, es ist sicher auch sinnvoll, alle anderen Karten auch mal aufzudecken, aber... Ihr wisst ganz genau, wie schnell es wieder passieren kann, dass meine Rationen auf Null sind. Und dann komme ich auch nicht ans Ziel. To tell your fortune. No. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. My powers are genuine. Beseitigen der Rattenmenschen. Again, a token is at stake. Alle Länder des Königreiches werden von Rattenmenschen heimgesucht. Händler in meinen Landen werden
auf offener Straße angegriffen, aber auch Reisende, wie du einer bist. Meine Wachen werden hier bei mir gebraucht, doch wenn ich nur 50 Gold hätte, könnte ich eine Söldnerarmee anheuern, um ihre Nester aufzuspüren und ihre Zahl zu verringern. Ja, kann ich leider nicht. Ich verstehe, dass Beiträge zum Allgemeinwohl ungewöhnlich für Leute wie dich sein können, doch kehre sogleich zurück, wenn du deine Meinung änderst. Ich habe keine 50 Tacken. Tut mir leid. Ein Hinterhalt! The bandits are sorely loyal to their king. They will not let you reach him easily. Schädelbube. Na toll. Aber der war ja nicht so schwer, ne? Naja gut, man darf nicht vergessen, ich habe kein Schild. Aber mit dem Hammer, warum kriege ich denn die ganze Zeit... Ach so, Entschädigung. Ich bekomme die ganze Zeit Energie, wenn ich die kloppe oder was? Aber mein Gold geht immer weg. Warum verliere ich denn Gold? Das verstehe ich nicht. Während du die Gegend nach allem noch Verwendbaren absuchst, bemerkst du, dass sich einer der Gegner nur tot stellt. Schleiche dich an und töte ihn. Okay. Alles klar. Der Geber zieht dir 3 Gewinnkarten. Ausrüstungen. Caution, Adventurer. This armor pulls energy from the world around you. Die Rüstung zieht ihre Energie aus der Umgebung. Verteidigung leicht. Nahe Feinde werden sofort verlangsamt, wenn der schaurige, kalte Effekt dieser Rüstung seine Wirkung entfaltet. Ja, ich habe eine leichte Rüstung, das ist auch eine leichte, aber die hat einen Effekt. Nehmen wir, ne? Ist klar. Ration ist cool. Und Gold. So, warum verliere ich die ganze Zeit Gold? Das würde mich mal eher interessieren. Inventar mal gucken. Bin ich irgendwie verflucht? Entschädigung. Wann immer der Spieler einen Kampf beendet, verliert er 1 Gold pro 15 Gesundheit. Ah! Okay, das ist also ein Fluch. Das ist natürlich scheiße. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, diesen Fluch wegzukriegen. Aber ich bin ja gerade bei bester Gesundheit. Versuchen wir es mal hier links. Einheimische Bäuerin. Hungry mouths. War leaves nothing else. Das ist das Einzige, was der Krieg zurücklässt. Under the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Während du eine Waldlichtung überquerst, begegnest du einer Bäuerin. Sei gegrüßt, Fremder. Der Winter ist in diesem Jahr sehr hart. Winter is coming. Für meine Familie. Im Wald hinter ihr nimmst du aus den Augenwinkeln Bewegung wahr. Wenn du mir etwas zu essen gibst, werde ich dir alles erzählen, was ich weiß über diese Gegend. Gib der Frau 1 Ration, gib der Frau 2 Rationen. Gib der Frau 5 Rationen. Ich gebe ihr 5 Rationen. Die Frau nimmt das Essen begierig entgegen und gibt es ein paar Kindern, die plötzlich aus dem Wald gelaufen kommen. Du hast uns genug zu essen gegeben, dass wir damit durch den Winter kommen, Fremder. Sie zieht hinter einem Busch ein Bündel hervor. Das hat mein Mann gehört, als er noch lebte. Bitte nimm es als Dank entgegen. Ziehe eine Ausrüstungskarte. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Joa, cool. Verliere ich jetzt wieder Gold? Ich muss genau hingucken. Nein, ne? Reisender Magier. Ach. Okay, da ist Rattenmenschenjagd, alles klar. Here is your token. Well done. Da will ich natürlich nicht hin. Ich gehe jetzt wieder rüber zu dem... Die wollen jetzt alle aufgedeckt. So. Und jetzt will ich diesen Fluch loswerden. Aber ich glaube, das kriege ich hier nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Gegenstand verkaufen. Können wir erstmal kurz gucken, was wir hier haben. Das ist alles im 25. Ja, das brauche ich alles. Ist ja Quatsch. Dann sollte ich vielleicht auch was kaufen, bevor es weg ist. Nee, das hilft alles nichts. Raus hier. Scheiße. Leute, scheiße. Naja gut. Aber
Ich kann die Treppen hinaufgehen. Bound once more, seeking the heart of it all. At their heart, all games are about power. Scheiße. The acquiring of power. The retaining. Oh, es geht weiter mit dem weißen Minotaurus. Das ist sehr, sehr geil. Dass permanent Geschichten weitererzählt werden von Mal zu Mal. Let us stake a token on their foolishness. So, als du ins Zum Krug und Fass zurückkehrst, siehst du den Jäger in einer dunklen Ecke der Schenke sitzen. Ein einziges warmes Ale steht vor... Ale. Oh, Entschuldigung, nicht Ale. Ale. Ale steht vor einem leeren Stuhl und wird kalt. Doch eine Ansammlung leerer Krüge zeigt dir, dass deine Ankunft schon länger erwartet wurde. Ich habe ohne dich angefangen, sagt er vergnügt, doch ohne hochzublicken. Ich habe ein paar Fragen an dich und du sicher auch an mich. Fragen führen zu Geschichten, Geschichten führen zu Erinnerungen und diese ertrage ich nicht ohne viel davon. Er schiebt seinen Krug über den Tisch zu den anderen, wo er misstönend klirrt. Setz dich, du lässt mich unhöflich aussehen. Du mich bereits durch den Wald und Tal verfolgt hast, ist es offenbar sinnlos, dich von dieser Jagd abhalten zu wollen. Scheiße. Wenn ich schon so rede, dann muss ich es aber auch richtig machen, ne? Dieses Gefühl kenne ich zu gut. Ich war ein Junge von 5 Jahren, als ich den alten Weißen das erste Mal sah. Entschuldige, das ist mein Name für den weißen Minotaurus. Der Jäger erzählte dir eine Geschichte von Zerstörung und Schmerz. Eine Geschichte, die ich noch zu... Also wenn ich schon versuche, so einen besoffenen Baden irgendwie dahin zu kriegen, ja, verdammt, die noch nicht zu Ende ist. Ich versuch's weiter. Nach einiger Zeit verstummte er wie ein Fluss, der versiegt ist. Achso, es wäre cooler, wenn man das irgendwo sieht. Naja. Okay. Ah, da, okay. Ich glaube, ich hatte seine Fährte aufgenommen, als du in meine Falle geraten bist. Kehre zurück in den Wald und sieh, was du dort finden kannst. Ich habe anderswo Geschäfte zu erledigen. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. War ja unnötig, war ja nur eine Geschichte, die ich mir anhören musste. So, da muss ich sowieso hin. Und da muss ich mich entscheiden, ob ich oben oder unten hingehe. Anstößige Ankunft. I will happily wager on the outcome. I do not think you have what it takes. Du kümmerst dich in einem kleinen Wirtshaus um deine eigenen Angelegenheiten, als plötzlich 3 maskierte Männer durch die Tür stürmen, sich einen jungen Mann an der Bar greifen und ihn nach draußen zerren. Ein Gast protestiert laut, doch die ernsten Blicke aller um ihn herum lassen ihn schnell verstummen. Lass es, Garrett, wenn seine Zeit gekommen ist, dann muss es getan werden. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Folge ihnen, oder? Du folgst den maskierten Männern nach draußen. Sofort siehst du dich einer großen Menge gegenüber. Sie alle tragen Masken. Ihr Anführer spricht dich an. Hey, Fremder! Ich würde es vorziehen, wenn kein Außenseiter Zeuge dessen wird, was wir hier tun. Ich weiß, dass unsere Taten wahrlich gottlos aussehen, doch du hast keine Ahnung von unseren Nöten. Ich bitte dich also, dich nicht einzumischen. Ich frage nicht zweimal. Wir haben keine Zeit für Widersprüche. Die Menge wendet sich ab und zerrt den jungen Mann fort. Ihre Fackeln brennen fast schwermütig in der Ferne. Sobald das Licht nicht mehr zu sehen ist, folgst du ihrem Weg in den Wald. Du holst sie schließlich ein. Zu deiner Überraschung haben sie sich um ein klaffendes Portal versammelt, das wild wie ein böses Omen wirbelt. Trotz ihrer Verkleidung ist leicht zu erkennen, dass keiner der verhüllten Figuren Freude an dem Anblick von ihnen hat. Ach nee, Freude an dem Anblick vor ihnen hat. Und viele sind offensichtlich verstört. Der Gefangene wird auf den Schultern von 6 Personen zum Portal getragen, fast als wären sie seine Sargträger und er bereits tot. Stricke verhindern die Anstrengung des Besuchers, sich zu befreien. Unterbrichst du die Zeremonie? Halte dich versteckt. Ich halte mich versteckt. Weil... Da will man nicht rein. Du hältst dich weiter vor neugierigen Blicken versteckt und siehst nur zu, wie der Dorfbewohner in das Portal geworfen wird.
Es entlädt sich mit Licht und einem lauten Geräusch, dann verschwindet es vollständig. Die versammelte Menge senkt die Köpfe und kehrt in die Stadt zurück. Da kriege ich das jetzt nicht. Oh, ich wollte aber nichts machen. So, oben oder unten, ich brauche wieder eine Münze. Zahl oben, Kopf unten. Nee, ist Blödsinn, der Kopf ist oben, also. Kopf oben, Zahl unten. Oh, ich sehe nichts. Wir haben die Zahl. Ich habe gesagt, Kopf oben, Zahl unten, also runter. Zack. You may have to contend with every band. Wieder so ein Scheiß Hinterhalt. Ein kurzes Rascheln, Monsterkarte. Boah, ja. Ich brauche endlich ein Schild, verdammt. No king falls without a challenge. Wer von euch Schweinepriestern wirft hier immer wieder so Scheiße? Da! Der Schweinepriester! Wie doof ich aussehe, ne? Okay, das war jetzt auch wieder nicht so schwer, aber es ist mit der Gesundheit jetzt auch natürlich wieder blöd. Ich krieg gleich Gesundheit. Aber dafür wird mir wieder Gold abgezogen. Es ist Fluch und Segen zugleich. Oh. Ich hab nicht... Schleiche ihn und... ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Ich nehme das hier, oder? Ah, okay. Puh. Ich hab einfach drauf gedrückt. Ausrüstung? Oh, bitte endlich ein Schild. Ich habe das mit dem... Ich weiß es nicht, aber es ist Verteidigung Mittel. Das andere hat die Leute langsamer gemacht. Das ist natürlich auch cool, dann kann ich schneller zuhauen. Oh, schwere Entscheidung. Nein. Really? Is that what you're going to do? Ja. Ja, Gold brauche ich ja sowieso. Ein Priester, ich kann den... Oh, Gott sei Dank, ich kann den... Kann den Fluch endlich loswerden. Auf zu dem Priester in sein... Reisendes irgendwas. Also ich hoffe für die, die jetzt immer so zwischendurch eingeschaltet haben oder jetzt später dabei sind, ich mache das jetzt nicht gerade zu schnell für euch. So, Flüche entfernen. Moin Jan. So, was? 150. Das kann sich doch kein Schwein leisten. Segen kaufen. Vielleicht kann ich auch irgendwas kontern. Nein. Wunden heilen. Das reicht ja schon. Dann bin ich ja wieder voll. Dann wird mir ja weniger abgezogen. Ration brauche ich auch nicht. Gegenstand verkaufen. 14, 4. Ich brauche das alles. Nein. Aber ich bräuchte eigentlich noch 30 Gold, um diesem Rattenmenschen zu helfen. Aber egal, kann ich ja nicht. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier der Endgegner ist. Ach, das ist noch gar nicht die letzte... Aber ich habe mich für das Richtige entschieden. Ich bin unten lang gegangen. Nimm den Weg durch den Wald. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Oh. In diesem Stockwerk wartet der Staubkönig auf dich. So, wie mache ich das? Ich könnte jetzt auf gut Glück einfach nach rechts. So machen wir es auch. Ich gehe rechts einfach hoch. Held von Funkenheim. That may lead you down many paths towards jealously guarded secrets. Interesting. Du triffst auf einen verletzten Abenteurer, dessen verbeulte und blutige Rüstung dir verrät, dass er vor kurzem in einem Kampf verwickelt war. Frage ihn, was ihn bekümmert, ignoriere ihn. Natürlich frage ich ihn, was ihn bekümmert. Ich habe eine Bande von Dieben verfolgt, die mein Heimatdorf Funkenheim angriffen. Ne, manchmal haut man aber auch einfach Wörter hinter, ne? Ich tötete einige von ihnen in einem Hinterhalt, doch ich fürchte, mir fehlt die Kraft, den Rest von ihnen zu stellen. Wenn du nur einen Funken Ehre besitzt, findest du diese Schakale und lässt sie büßen. Held von Funkenheim. Okay, ich muss also da eh hoch. Da will ich ja eh hin. Also, ich will ja nicht hier lang, nein, ich will da lang.
Schlacht am Gipfel. Are your senses acute enough to detect what lies here? Ein Licht zieht dich zu einem nahegelegenen Hügel. Du erblickst einen Hexenmeister gerade, als er... Bla, zwei Monsterkarten. Natürlich greife ich an, oder? Aber ich kann mich nicht verteidigen. Ich habe immer noch kein Schild, verdammt! Fliehen oder angreifen? Fliehen oder... Ach, greif an. Alles andere ist blöd. Angreifen. Die können leider aber alle ihre scheiß Dolche werfen. Ich werde einfach ganz, ganz schnell. Gerade die Typen, die immer irgendwas aus der Tasche ziehen. Wenn ich ein bisschen in Bewegung bleibe, glaube ich, dass dann keine... Alter, mir so ein Dolch irgendwo hin werfen kann. Alter, ein 22er Kombo, ohne dass mich einer erwischt hat, ohne dass mich ein Dolch erwischt hat. Das war heftig, aber trotzdem verliere ich wieder Gold, ne? Heftig. Zwei Gewinnkarten. Ach Leute, dann nehme ich hier den Söldnervertrag. Drücken wir rechten Bumper, um eine Aura zu aktivieren, die mit jedem gelungenen Schlag Gold fallen lässt. Das ist geil. Und dreimal Gold. Ich will doch nur mein... Ein gewundener Pfad. Plötzlich stürzt ein Baum auf den Pfad und versperrt dir den Weg. Der Geber zieht eine Monsterkarte, ziehe eine Monsterkarte. We meet the Jack again. Did you think him done before? Oh no. Shuffled back into the deck to rise again to the top. As are we all. Gesichter und Waffen kommen aus den Bäumen um dich hervor. Gib uns all dein Gold oder stirb! Greif das feige Gesindel an, das es wagt, dich zu bedrohen. Gib ihnen all dein Gold. Ich greife an. Hallo? Du stößt einen Kampfschrei aus und erhebst deine Waffen. Alter Leute. Aber es, der Staubbube war ja der erste, ne? Gegner. Der ist ja nicht so heftig. Okay, aber ich habe immer noch kein Schild. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Oh, da hat schon wieder so ein Penner so einen Scheiß durchgeworfen. Oh, nein, nein, nein. Oh, das wird Gold kosten. Ich hätte ja vielleicht mein ganzes Gold geben sollen, ne? Du hast gerade einen Dolch nach mir geworfen. Ich kann ja mal RB drücken. Scheißen Dreck, werf Gold da raus. Das hätte ich mal eher aktivieren sollen. Oh, ich bin so blöd. Jetzt liegt das Gold auch noch da rum. Oh, und ich wurde so krass runtergekloppt. Das war blöd. Aber vielleicht Ausrüstung, irgendwas Cooles. Schaden 32. Savor the good. Nein. Wieder mehr Gesundheit. Gott sei Dank. So, da habe ich die Karte, die ich finden sollte. Held von Funkenheim. Let's find out what type of character you really are. Du hast die Funkenheim-Räuber eingeholt, die dir zurufen. Halte ein, Abenteurer, und wir teilen unsere Beute mit dir. Weigere dich, dich mit dem Diebesgesindel abzugeben. Nimm an. Auf die Fresse. Oh ja, natürlich, komm. Sechs, natürlich. Oh Mann, ich will ein Schild. Okay, wir versuchen jetzt Gold rauszuholen aus der Sache. Yeah.
Noch nicht töten, noch nicht töten, ich brauche Gold. Okay, ich habe 54 Gold. Ich könnte rein theoretisch zurück zu diesem Rattenkönig. Rationen werden auch langsam knapp und ich verliere Gold wegen meinem HP. Ziehe 3 Gewinnkarten. Gold. Gesundheit. Rationen. So, ich habe 11 Rationen und der Typ braucht 50. Ich versuche es. Noch verliere ich kein Gold, ne? Nein. Hallo? Ich versuche es wirklich zurückzukommen. Nein! Da wollte ich nicht hin! Da wollte ich wirklich nicht hin! Scheiße! Oh, war das blöd gerade. Ach Leute, da wollte ich nicht hin. Oh Mann, scheiße. Oh, scheiß Dolchgewerfe, ne? Das ist echt, es wird von Mal zu Mal schwerer. Und es wird, also ohne Schild komme ich echt nicht so weit, wie ich gern möchte. Da ist schon wieder Gold weg. Oh Mann, ich breche ab. Naja, 3 Rationen. Okay, es hat sich ja halbwegs gelohnt. Das wird echt eng. Ich muss dann nochmal zum Händler. Sag mal, warum konnte ich denn nicht jetzt da zurück? Naja, ist egal. Elfenmaid, bitte um ein längeres Leben, bitte um Vorräte, bitte um Gold. Bitte darum, gesegnet zu werden. Ja. Bitte. Bei jedem Treffer teilt der Spieler 2 mehr Schaden aus pro... Ja, perfekt. So, ist das jetzt hier drinne? Engelsflügel? Aha, da sieht man den Segen und man sieht den Fluch. Okay, alles klar. Oh, ist das scheiße, ey. Ich kann gar nicht zurück durch den Wald. Ein reisender Heiler, perfekt. Heil mich mal, Digga. Oh, ist das... Aber es entsteht so eine krasse Atmosphäre und die entsteht natürlich im Kopf, ne? Dass man da so durchgeht und so ein Abenteuer erlebt und das mag ich unheimlich gerne. Ah, Wunden heilen. Ach so, ja doch. Ich habe gerade nur ausgerechnet, was billiger ist, aber... I'm sure you are grateful for that. Zieht er dann auch nur... Ne, zieht er voll ab. Flüche entfernen, das ist... 200, das wird ja immer teurer. So, der ist nur 16 wert. 4, also das Ding können wir auf jeden Fall verkaufen. Ich meine, es ist ja auch nur... Gewicht, ne? Das... Ich hau jetzt gerade mit dem Hammer. Schaden 35. Ja, komm weg. So kann es bleiben. Jetzt habe ich 74 Tacken, aber es hilft mir trotzdem nichts. Shit. Wahrscheinlich spiele ich das Spiel auch falsch, ne? Es ist echt oben in der Mitte, der Ausgang. Der Staubkönig! Und ich habe kein Schild! Der König ist in der Schlacht ein erbitterter Kämpfer, doch seine Truppen gegenüber loyal. Er kann sie während des Kampfes heilen. Der Staubkönig brach schon vor langer Zeit mit Herrscher und Vaterland und erlangte Reichtum und Macht durch den gezielten Einsatz von Grausamkeit und Schrecken. Bereits seit Jahrzehnten hält er sich an kein Gesetz mehr. Das ist echt beschissen, Leute. Ich wollte ja eigentlich abhauen. Ich habe kein Schild. Ohne Schild ist das alles für einen Arsch. Ich kann höchstens noch versuchen, Gold rauszuschlagen, indem ich RB drücke. Weil ich das Teil ja gezogen habe. Wow, der sieht aber hart aus. Staubkönig!
Alter, ich war doch weit genug weg. Na los, komm. Ist gar nicht so schwer. Ah, komm. Ah, du Fotze. Ich bin zu schnell für dich. Nee. Ah, ich hab ihn. Puh. Das war der Staubkönig ohne Schwert. Ohne Schild. Wie ich aussehe. Wieder 6 Münzen verloren. Aber ich hab 104 Gold. Du wirst glücklich, dass du die Leute meines lesser King. As for me. I think you have but proven that I must defeat you entirely. A set of new trinkets for you. You will need them. Du wirst mich nicht vom Antlitz dieser Erde tilgen, mein Freund. So, wollen wir mal gucken, was wir da freigespielt haben. Dafür, dass du den Leuten von Niederdimtor geholfen hast, erhältst du den Weißen Rat 2, ja. Prüfe und lege sie zurück. Ich darf 3 Karten mehr ausholen und zurücklegen. Großer Helm der Verstärkung. Das klingt gut. Spuren in der Stadt. Ring der Gerechtigkeit. Und, was haben wir hier? Bong. Gefiedertes Eis. Glieder des Lebens. Schuppenbube. Das ist der neue Endgegner. Gebeine des Helden, Fremder in den Schatten, alter Friedhof. Come once more. Ah, meine lieben Freunde, wir haben jetzt 2,5 Stunden gespielt. Ich wollte gar nicht spielen. Und ah, jetzt kann ich auch den Endlosmodus, aber ich wollte jetzt beenden. Mir hat das Spiel unfassbar viel Spaß gemacht. Also wirklich, ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Das ist genau das, was ich an Pen and Paper liebe. Fantasie mit reinbringen, Entscheidungen treffen, vielleicht auch falsche Entscheidungen treffen. Das mit Erfolg und Nicht-Erfolg ist wie mit dem Würfeln bei Pen and Paper. Es ist unfassbar gut. Also wirklich, ich mag es unheimlich gerne. Ich hoffe, ihr findet das auch großartig, vor allem die das jetzt noch im Nachhinein gucken. Viele konnten wohl mit Hand of Fate nicht viel anfangen, als sie das gesehen haben. Denn die Zuschauer haben sich heute sehr, sehr zurückgehalten. Aber es ist okay, Leute, es ist okay. Aber vielleicht habt ihr es ja jetzt im Nachhinein noch geguckt und seid begeistert, so wie ich es bin. Das ist ein unfassbar gutes Rollenspiel. Echt. Also teilweise schwammige Steuerung und nicht so hundertprozentige Trefferchance, aber das rechne ich dem Spiel wirklich nicht hoch an, also als Negativpunkt. Ich fand's richtig, richtig geil. Wie gesagt, ich hoffe ihr auch und wir sehen uns demnächst wieder in einem anderen Video bzw. Livestream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich sag wie immer, haut rein und bis denne. Und jetzt kommt noch mein obligatorisches 1, 2, 3, 4, 5.